aufhören mit dem Lob und den Worten. Ich werde ja ganz rot. Ich bin schon ganz rot-orange hier. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen. Ja, wir werden jetzt den Vormittag zusammen verbringen. Ich werde kurz erklären, wie das abläuft. Ich werde gleich meinen Bildschirm freigeben, die Präsentation laufen lassen und euch einfach 2 Stunden lang Sachen zeigen, erzählen und wirklich erklären, was da wirklich hintersteckt. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also mir persönlich ist es lieber, wenn man die Frage direkt stellt und wir bei dem Thema darauf sprechen, als wenn man sie bis zum Ende spart und dann vielleicht ganz zusammenhangslos spricht. Natürlich gibt es am Ende auch nochmal eine kleine Fragerunde, logisch. Aber es ist jederzeit erlaubt und auch herzlich willkommen, meinen Vortrag zu unterbrechen mit einer Frage. Ich finde schon wieder zurück zu dem, was ich erzählen möchte. So, dann gibt es jetzt den Bildschirm für alle. Muss ich schauen, dass ich den richtigen erwische. Ihr müsstet jetzt die Startfolie sehen, kurzes Feedback, perfekt. Ja, oder? Jawohl, perfekt. Danke, André, perfekt. Genau, dann legen wir mal los. Also mein Name ist André Wolf vom Verein Mimikama. Ich arbeite hier in Wien für den Verein Mimikama. Der hat auch seinen Sitz in Wien. Ich höre mich zwar recht deutsch an, das liegt daran, weil ich übersiedelt bin vor 5 Jahren nach Österreich, um hier zu arbeiten für den Verein. Vor Ort sind wir mit 2 hauptamtlichen Mitarbeitern, einmal der Gründer Thomas Wannmacher und ich. Wir sitzen hier im Büro, dann haben wir noch 2 zusätzliche redaktionelle Kräfte, denn unser eigentliches Tagesgeschäft liegt ja darin, das, was wir herausbekommen, die Falschmeldungen, die wir entkräften, zu publizieren. Wir haben mittlerweile um die 20.000 Artikel veröffentlicht auf unserer Webseite und das schaffen wir nun mal nicht alleine. Genau dafür haben wir eben die zusätzlichen Redaktionskräfte. Wir haben ein Team von um die 30 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die machen halt mit neben ihrer normalen Arbeit. Das ist wirklich so, ja, die Kernpower, die wir haben, wo wirklich die meisten Menschen sitzen, die ihr Fachwissen mit einbringen, weil die aus unterschiedlichen Stellen kommen, die aus bei der Recherche helfen, die immer irgendwas dazu steuern, sodass wir wirklich auch am Ende gut arbeiten können. Zusätzlich haben wir eine Community von über 1 Million Nutzerinnen und Nutzern mittlerweile. Das ist extrem wichtig für unsere Arbeit, da wir von diesen Menschen das Futter bekommen, was für unsere Arbeit wichtig ist. Mimikama wurde 2011 gegründet und es war damals so, es ist halt niemand gekommen, der mit einem Sack Geld da war und gesagt hat, so, wir müssen jetzt ein Projekt gegen Falschmeldungen machen. Das war nicht so, sondern Mimikama ist aus der Not herausgeboren und ist auch kein Hochglanzprojekt in dem Sinne. Wir haben alle etwas anderes vorher gemacht. Der nette Kerl links auf dem Foto, das bin ich in meinem vorigen Leben. Der Gründer Thomas Wannmacher selbst ist gelernter Zuckerbäcker, war danach Grafikdesigner. Ich habe nach diesem Job war ich Verantwortlicher für Medien und Kommunikation und jetzt sind wir halt bei Mimikama gelandet und machen das zusammen. Das ist der Anlass, warum Mimikama gegründet wurde vor 9 Jahren. Der Thomas Wannmacher selbst war auf Facebook, um Farmville zu spielen. Das ist so ein kleines, lustiges Spiel, wo man Bauernhöfe baut, wo man Freunde sammelt, mit denen dann irgendwelche Kleinigkeiten austauscht. Und dann hieß es halt hier, wenn du dieses Programm installierst, dann bekommst du noch mehr Goodies, noch mehr Geschenke. Das hat er getan, hat keine Geschenke bekommen, sondern eine Abo-Falle war das, die 4,99 € pro Woche gekostet hat. Ihn hat es verärgert. Er hat alle seine Freunde gewarnt. Das waren damals recht viele. Und die haben das auch wieder weitergetragen. Und dadurch ist Mimikama entstanden. Da hat man gemerkt, da geht was. Es gibt keine Instanz, die von Nutzern für Nutzern da ist auf Facebook, die wirklich auch in die Rolle, die auf der Ebene von Nutzerinnen und Nutzern arbeitet und da wirklich auch warnt. Denn das ursprünglich war ja nicht, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt Falschmeldungen debunken, sondern es ging einfach darum, Menschen auf Social Media zu helfen. Und so ist Mimikama halt entstanden. Wir sind, wie gesagt, auf Social Media vertreten, auf allen möglichen Plattformen. Unsere große Seite heißt zuerst denken, dann klicken. Die ist auch recht bekannt. Die ist auf Facebook. Eine zweite Facebook-Seite, die wir haben, die heißt Mimikama. Wir sind aber auch auf Twitter vertreten. Wir sind auf Instagram vertreten, auf YouTube, ja auch auf TikTok. Wir sind auf allen Plattformen, wo Menschen zusammenkommen und wo halt Probleme entstehen können, sind wir auch da, um zu helfen.
Unsere Arbeit selbst unterscheidet sich von der Arbeit der normalen Journalisten, sage ich jetzt mal, denn wir suchen nicht aktiv nach Falschmeldungen auf Social Media, sondern wir haben gesagt, ihr, die Nutzerinnen und Nutzer, sollt uns schicken, wenn ihr etwas findet, was skurril ist, wo ihr eine Hilfestellung braucht oder wo ihr gar ein Fake vermutet. Also kann ich schon sagen, hier, das ist halt verkehrt. Und da haben wir drei verschiedene Kanäle, die man anwählen kann. Wir haben einmal auf unserer Webseite das Meldeformular, dieses klassische Fake-Melden-Formular. Da kann man dann sein Anliegen eintippen. Da schickt man gerne noch einen Link zu, dass wir das genauer untersuchen können oder auch ein Screenshot, dass wir ein Bild haben, falls der Link tot ist mittlerweile. Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, uns zu kontaktieren, direkt auf Facebook über die Besucherbeiträge. Der Vorteil dort ist, dass es etwas schneller geht, weil andere schon helfen können. Der Nachteil ist, es ist nicht so anonym wie über das Fake-Melden-Formular. Also das sieht wirklich keiner und da muss man auch keinen realen Namen angeben oder sonst was. Und es gibt noch einen dritten Weg, das wissen viele gar nicht. Wir untersuchen auch Spam, Trojaner, Phishing und Viren. Das heißt, man kann uns über die E-Mail-Adresse spam@zddk.eu alles schicken, was einem verdächtig über die E-Mail reinkommt oder wo man sieht, dass das Spam ist. Denn das hat den Vorteil, wir können so sortieren und bemerken, wenn wieder eine große Gefahrenwelle per E-Mail unterwegs ist. Und dadurch können wir dann entsprechend warnen. Ich habe eben schon gesagt, unsere Kernarbeit liegt auf Social Media. Und da gilt es natürlich am Anfang zu klären, was ist Social Media überhaupt? Und unter Social Media versteht man halt sämtliche digitalen Kanäle, wo Menschen miteinander kommunizieren können. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie die klassische griechische Agora. Also Menschen kommen zusammen, sie unterhalten sich, sie tauschen, sie kaufen, sie transportieren Inhalte miteinander, sie streiten von mir aus auch, das gehört ja auch dazu, nur eben jetzt digital. Und ganz wichtig, was für uns zu wissen ist, bei Social Media wird jeder von uns zum Autor und die Plattform selbst muss kostengünstig bis sogar gratis zur Verfügung stehen und die Hürde teilzunehmen, die technische Hürde sollte nach Möglichkeit sehr niedrig sein. Und das ist mittlerweile gegeben. Jeder von uns hat zumindest ein Smartphone oder einen Rechner zu Hause oder fast jeder. Und dadurch können wir halt auf Social Media teilnehmen. Ich spreche immer bewusst von Social Media. Ich vermeide die Nutzung des Begriffs soziale Netzwerke, weil der ist auf Deutsch so ein bisschen irreführend. Denn sozial meint man immer, dass das so ein bisschen was Karitatives, was Hilfsbereites, Gemeinnütziges hat. Das hat Social Media eben nicht. Wenn, dann müsste man die Übersetzung gesellschaftliche Netzwerke nehmen. Aber das ist halt nicht weit verbreitet, deswegen spreche ich lieber von Social Media, auch wenn ich Anglizismen nach Möglichkeit immer vermeiden möchte. Das ist etwas ganz Tolles. Safer Internet, auch ein Verein hier aus Österreich, von der EU unterstützt, bringt jedes Jahr den Jugend-Internet-Monitor heraus. Das ist insofern ganz toll, weil man sieht, was sind die großen Social-Media-Plattformen, die derzeit genutzt werden, und B, hat man einen schönen Überblick, wie Jugendliche aktuell welche Social-Media-Plattformen nutzen. Also das ist jetzt die ganz aktuelle, die ist jetzt vor wenigen Wochen erst herausgekommen. Daran erkennt man, dass wirklich 91% aller Jugendlichen in Österreich zwischen 11 und 17 Jahren die Plattform WhatsApp und YouTube nutzen. WhatsApp, klar, als Messenger, relevant, logisch, YouTube als Videoplattform. Das sind wirklich die in den letzten Jahren auch immer führend waren. Spannend ist zu wissen, dass es einen Knicks in der Nutzungsleiste gab, also dass sie in den letzten Jahren mal bei 80-85% lagen und jetzt in diesem Jahr wieder hoch auf über 90%. Der eigentliche Gewinner der letzten 5 Jahre ist jedoch Instagram bei Jugendlichen. Hat begonnen 2015 mit 50% aller Jugendlichen, die Instagram genutzt haben, jetzt hoch auf 76%, also jedes Jahr gestiegen. Man sieht also Instagram, die Plattform, wo man vornehmlich Bilder postet und kleine Texte zu schreibt mit vielen Hashtags, ist halt die Plattform, die da im Kommen ist. Wichtig zu wissen für Instagram, es ist eine Plattform, wo recht wenig Falschmeldungen unterwegs sind. Also im Gegensatz zu WhatsApp und YouTube, wo man recht häufig Falschmeldungen sieht, ist Instagram mit wenig Falschmeldungen behaftet. Ähnliches gilt für Snapchat. Snapchat ist wirklich ein Messenger, der gerade in der Altersstufe 25, 30 und aufwärts kaum genutzt wird und unter Jugendlichen recht, ja, mit 62% viel genutzt wird. Snapchat als Messenger hat ein paar Eigenarten, sprich einmal haben die Nachrichten, die man sendet, eine Halbwertszeit, also die zerstören sich selbst, die löschen sich, die sind dann weg.
Zum anderen ist es sehr beliebt wegen den Filtern, die dort sind. Also man kann schön Selfies machen und sich irgendwelche lustigen Hundeohren und Nasen aufsetzen. Also das macht Snapchat aus. Interessant zu sehen, um den Rest weiterzugehen, Facebook bei Jugendlichen nicht mal 50%, aber konstant in den letzten Jahren. Das ist ein wichtiger Punkt zu wissen. Wir reden ja immer davon, Jugendliche müssen speziell trainiert werden in puncto Falschmeldungen. Jugendliche tummeln sich gar nicht auf Facebook, wo gerade die meisten Falschmeldungen auch mit unterwegs sind und sind dementsprechend gar nicht unbedingt das Zielpublikum für die Aufklärung, sondern es sind eigentlich Erwachsene ab 35, wo man entsprechende Bildungsprogramme entwerfen sollte und gerade die Media Literacy, also die wie man sich seriös, wie man sich vernünftig auf Social Media verhält, um das wirklich beizubringen. Kurz noch einen Blick auf TikTok. Viele kennen TikTok nicht, unter Jugendlichen extrem beliebt. TikTok hieß früher Musical.ly. Das ist eine App, eine Social-Media-Plattform, wo man Playback singt und auch ein bisschen tanzen dazu kann und dann kleine Videos in der Länge von 15 bis 60 Sekunden posten kann. Wirklich sehr beliebt. Sind nicht viele Falschmeldungen unterwegs, ist recht unterhaltsam. Es gab tatsächlich Politiker oder andere Influencer, die haben es versucht auf TikTok, sind gnadenlos gescheitert, weil das ist eine ganz eigene Filterblase letztendlich, die gar nicht auf diese Fakes so anspricht. Plattformen wie Twitter sind bei Jugendlichen tatsächlich zu vernachlässigen, da sind sie kaum unterwegs, deswegen gehe ich da gar nicht weiter drauf ein. Social Media hat etwas... Ganz kurze Frage. Ja. Du sagst, ihr seid auf TikToker oder Mimikama? Ja, an beobachtender Position aber nur. Ah, okay, weil ich euch nicht gefunden habe, deswegen. Okay, danke. Genau, da sind wir wirklich nur in beobachtender Position, um zu wissen, welche Videos dort unterwegs sind, die wir dann, wenn etwas ist, behandeln können. Wir hatten beispielsweise bei der sogenannten Skullbreaker Challenge, das ist sowieso ein ganz tolles Beispiel, da mache ich einen kleinen Exkurs mal gerade. Die Skullbreaker Challenge, das war zu Anfang des Jahres, da hieß es, Jugendliche würden andere hereinlegen, also sie würden springen und daneben stehen rechts, links zwei, die würden die während des Flugs zu Fall bringen, sodass die auf dem Hinterkopf landen und das würde schwere Verletzungen hervorrufen. Und da hieß es in Medien und überall, das wäre ein ganz großer Trend, der über TikTok kommen würde. Es gab ja einzelne Videos, wo man das sehen konnte auf TikTok, aber die Mehrzahl waren halt eher Warnungen auf TikTok davor, also konnte man nicht von einem Trend sprechen. Und B, hat TikTok als chinesische Plattform, also der Betreiber von TikTok ist chinesisch, die haben sehr schnell reagiert und wie man hier in Österreich so schön sagt, sich nichts geschissen, also die scheißen sich nichts und löschen direkt, im Gegensatz zu Facebook oder zu YouTube, die mit Löschen wesentlich langsamer sind. Also dieses Phänomen Skullbreaker Challenge wurde rigoros innerhalb von wenigen Tagen bei TikTok gelöscht, sodass auf der Plattform wirklich keinerlei Spuren dazu mehr da waren und das im Keim erstickt wurde. Also so viel dazu. Und wir sind halt eher beobachtend auf TikTok. Wieder zurück. Social Media, das ist ganz wichtig zu wissen, hat die Relation zwischen Sendern und Empfängern verändert. Und das ist etwas, mit dem wir umgehen müssen und auch lernen müssen, umzugehen. Was das bedeutet, früher in den 70er, 80ern und auch 90ern gab es recht wenig Sender. Das kam erst später. Anfangs waren es ein paar öffentlich-rechtliche Sender. Später kamen wenige Privatsender dazu. In all diesen Sendern waren Journalisten, die hatten die sogenannte Gatekeeper-Funktion inne. Gatekeeper bedeutet, sie haben zum einen kontrolliert, ob ein Inhalt überhaupt relevant ist zu senden und zum anderen kontrolliert, ob es überhaupt stimmt, was gesendet wird. Diese Gatekeeper-Funktion war dementsprechend wichtig. Was es damals nicht gab oder wenig gab, waren die Resonanzen. Klar hat man sich untereinander unterhalten, wenn etwas Wichtiges im Fernsehen war, aber es gab selten Personen, die haben dann mal einen Leserbrief veröffentlichen lassen oder einen Intendanten angeschrieben und sich Raum verschafft. Das gab es halt nicht so häufig. Heute sitzen wir in einer ganz anderen Situation und das ist auch gut so. Ich finde das ganz toll, denn jetzt sind wir alle auf einmal zu Sendern geworden. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, einen Inhalt, sei es ein Text, sei es ein Bild oder letztendlich auch ein Video in Form eines Livestreams sogar zu senden.
Ich könnte also jederzeit jetzt mein Smartphone zücken oder wie wir es jetzt hier gerade machen, tatsächlich etwas senden. Und das ist ganz neu und das ist halt eine ganz tolle Sache auf Social Media. Was jedoch anders ist, die Gatekeeper-Funktion hat sich verlagert. Also es sind nicht mehr Journalisten, die jetzt kontrollieren, die jetzt auf Social Media kontrollieren können, sondern die Filterinstanzen, also die Gatekeeper-Funktion in puncto Relevanz hat sich insofern verändert. Auf einmal kann jeder versenden, was er will. Also ich kann jetzt das Haus gegenüber 24 Stunden in Livestream setzen. Ob das jetzt eine Relevanz hat oder nicht, spielt keine Rolle auf einmal mehr. Und die Gatekeeper sind wir auf einmal alle geworden. Wir müssen halt alle prüfen, ob Inhalte, die wir empfangen, stimmen oder nicht stimmen. Das macht es natürlich etwas schwieriger. Ein ganz tolles Instrument auf Social Media ist die Kommentarfunktion. Also wir haben die Möglichkeit, direkt Resonanzen zu geben. Also wir müssen nicht erstmal abwarten, bis etwas veröffentlicht wird, sondern können sofort reagieren, sofort kommunizieren, sofort uns mit anderen Menschen austauschen. Und das ist wirklich ein ganz tolles Instrument, was aber dummerweise manipulativ auch genutzt werden kann, indem Diskussionen gestört werden oder in ein falsches Licht gezerrt werden. Also insofern ist es recht wichtig, dass man so ein Instrument wie Kommentare auch wirklich vernünftig nutzt. Und da sind wir an dem Punkt, es ist unser Netz. Wir alle haben die Möglichkeit, dieses Netz zu beeinflussen und wir sollten das auch in Angriff nehmen, denn wir sollten daran teilnehmen und uns nicht darin verstecken. Was wir uns heute anschauen werden, sind diese klassischen 6 Punkte, wo immer in der Vergangenheit gefragt wurde, hey Mimikama, habt ihr nicht irgendwie so einen kleinen Leitfaden, wie man Falschmeldungen erkennen kann? Nun, diesen Leitfaden kann ich bis zu 34 Stunden langen Seminar erklären. Heute werde ich es in gut 90 bis 100 Minuten erklären. Es geht um diese 6 Punkte. Am Anfang stehen wir immer selbst. Wir müssen unseren eigenen Standpunkt kennen. Danach geht es darum, die Wahrnehmung zu schulen, dass man bestimmte Trigger erkennt. Da reden wir von sogenannten Narrativen und vom Framing. In einem 3. Punkt geht es darum zu gucken, wer steckt hinter Webseiten, wer schreibt da überhaupt. Wichtig ist die Suchmaschinenarbeit. Punkt 4, der inhaltliche Gegencheck. Da erkläre ich euch, wie man Suchmaschinen gut nutzen kann. In Verbindung dazu den Bildercheck und den Videocheck. Also wie macht man vergleichende Arbeit und wie nutzt man Filter in Suchmaschinen. Und das Letzte, und das könnt ihr halt jederzeit jetzt machen, ist Experten befragen. Denn das ist das Wichtigste. Es gibt zu jedem Thema immer irgendjemanden, der oder die sich gut auskennt. Die sollte man natürlich identifizieren und auch fragen. Am Anfang steht halt die eigene Person. Und die spalten wir auf in das reale und das digitale Ich in diesem Fall. Weil auf Social Media ist beides letztendlich involviert. Und da schauen wir erstmal auf das digitale Ich ein wenig. Das digitale Ich gilt es natürlich zu schützen. Einmal über die Privatsphäreneinstellung, damit man nicht zu viel von sich preisgibt. Das digitale Ich hat aber auch mit Gesetzen, die das Netz betreffen, zu tun. Und letztendlich die leidige Passwortsicherheit. Da gehe ich nur kurz drauf ein, aber da gibt es ein paar Tricks und Tipps, wie man das eigene Ich schützen kann. Denn niemand von uns will natürlich die Identität, das eigene Ich im Netz verlieren. Schauen wir erst auf die Privatsphäre. Also es ist grundsätzlich wichtig, dass man die Inhalte, die man selbst versendet, auch schützt. Also es gibt vieles, die gehen andere Menschen einfach nicht an. Und deswegen sollte man nach Möglichkeit alles so privat wie möglich veröffentlichen. Es gibt nur selten Gründe, wo man etwas öffentlich stellen sollte im Netz. Und man sollte sich immer klar sein, dass es Menschen gibt, die einem auch widersprechen. Und damit muss man letztendlich leben. Und wenn man etwas öffentlich postet, ist die Chance, dass irgendjemand Unbekanntes Gegenfeuer gibt, natürlich wesentlich größer. Also bei Facebook empfehlen wir da beispielsweise durchgehend die Einstellung, Freunde zu haben, auch nur für Freunde zu posten, sodass halt keine, ja, öffentlich irgendwelche unbekannten Menschen das sehen können. Denn man muss wissen, es gibt auch Betrüger, die alles kopieren, was man veröffentlicht, und dementsprechend eine Profilkopie aufbauen und sich selbst und sich als dich dann ausgeben. Also da muss man vorsichtig sein. Nicht nur auf Facebook gibt es Privatsphäre-Einstellungen, sondern auf anderen Medien auch, wie beispielsweise auf Instagram. Das ist ganz wichtig zu wissen. Instagram hat nämlich eine sehr ärgerliche Einstellung. Wenn man Instagram startet, ist automatisch alles öffentlich. Warum auch immer, es wäre begrüßenswert, wenn da wirklich der genau umgekehrte Fall wäre, dass alles privat wäre und man öffentlich freiwillig stellt. Nein, hier muss man in die Privatsphäre-Einstellung bei Instagram gehen. Ihr seht die gerade vor euch.
um wirklich mal die einzelnen Einstellungen anzugucken. Man macht da nichts verkehrt, man kann ausprobieren, was passiert, wenn ich immer ein bisschen sicherer schalte und da auch schauen, ob es wirklich nicht von wirklich besser wäre, ein privates Konto zu machen. Das heißt, nur Menschen da reinschauen können, die wirklich auch mit einem befreundet sind. Also das muss man selber entscheiden, aber auch Instagram bietet halt die Möglichkeiten. Soviel zum Thema Privatsphäre. Also das ist von Plattform zu Plattform unterschiedlich, aber die Faustregel ist halt, haltet es so privat wie möglich. Es gibt eine Reihe von Gesetzen, mit denen wir im Netz konfrontiert sind, die gelten natürlich auch da draußen außerhalb des Netzes, aber das sind so diese zentralen Elemente, mit denen wir im Netz immer in Verbindung kommen. Ganz vorne steht das Urheberrecht. Es geht ja darum, wenn ich etwas poste, ob das jetzt Bilder, Lieder, Texte auch teilweise sind, dass ich das Urheberrecht beachte. Denn eine Urheberrechtsverletzung kann am Ende teuer sein, kann abgemahnt werden. Und die Faustregel gilt hier, alles, was ich nicht selbst gemacht habe, daran habe ich auch kein Urheberrecht. Punkt. Ganz einfach aus. Darunter fallen natürlich auch Memes, auch wenn sie nicht wirklich geahndet werden. Aber wenn ich nicht selber ein Element eines Bildes gemacht habe, habe ich kein Urheberrecht dran. Was ich jedoch kann, ich kann das Nutzungsrecht erlangen. Nutzungsrecht bedeutet, jemand anderes hat beispielsweise ein Foto gemacht, ich bin mit einem guten Freund unterwegs, der macht ein schönes Foto und ich sage, oh, das ist toll, darf ich das nutzen und auf Facebook oder Instagram veröffentlichen? Und die Person sagt, ja, dann habe ich ein Nutzungsrecht erworben. Nach Möglichkeit sollte man das irgendwie schriftlich haben. Von mir aus schnell mal über Messenger schreiben, darf ich das nutzen? Und die andere Person schreibt ja zurück, dann habe ich ein Nutzungsrecht. Und in dem Moment darf ich dieses Foto dann veröffentlichen. Man kann das natürlich auch komplizierter und genauer gestalten, indem man sagt, in welchem Umfang, auf welcher Plattform und so weiter, je nachdem, in welchem Verhältnis man steht mit einer Person und wie professionell das ist, sollte man das natürlich regeln. Aber ansonsten gilt es, dass man für alles, was man kein Urheberrecht dran hat, sich ein Nutzungsrecht reinholen sollte. Davon abgekoppelt und wird gerne mal verwechselt, ist das Recht am eigenen Bild. Recht am eigenen Bild bedeutet, wenn jemand mich fotografiert und das veröffentlicht, braucht diese Person mein Einverständnis. Da gilt es natürlich auch Abstufungen zu beachten, denn es kommt darauf an, ob ich Hauptmotiv oder Beiwerk eines Bildes bin. Also wenn beispielsweise ich jetzt vom Stephansdom hier in Wien vorherlaufe und da stehen ein paar Touristen, die fotografieren den Dom als Hauptmotiv und ich bin zufällig nur als Passant da drauf, habe ich natürlich nicht mehr unbedingt ein Recht am eigenen Bild, weil ich bin dann dieses klassische Beiwerk. Und dann wird es natürlich schwierig. Dann kommen wir zu einem Punkt, ja, Panoramafreiheit. Das ist etwas, was viele gar nicht kennen. Und da habe ich ein schönes Schaubild dabei, weil die Panoramafreiheit ist etwas ärgerlich, denn sie ist europäisch nicht einheitlich geregelt. Die Panoramafreiheit bedeutet, dass ich von öffentlichem Grund und Boden aus Fotos ohne weitere Hilfsmittel machen darf und diese Fotos dann auch ohne irgendwelche Erlaubnis veröffentlichen darf. In Österreich ist die Panoramafreiheit sehr liberal geregelt. Das heißt, wenn ich irgendwo draußen auf der Straße stehe, etwas fotografiere, darf ich diese Fotos auch veröffentlichen. Das gilt in Österreich sogar innerhalb öffentlicher Räume, was in Deutschland beispielsweise nicht der Fall ist. Also wer von euch in Deutschland Urlaub macht und in Museen, in öffentlichen Museen oder in öffentlichen Räumen, Rathäusern oder sonst was ist, dort gilt die Panoramafreiheit nicht. Das ist in Österreich anders. Ein spannendes Beispiel ist der Eiffelturm in Paris. Wenn ich den bei Tag fotografiere und veröffentlichen möchte, beispielsweise auf Instagram, kein Problem. Wenn ich bei Nacht den Eiffelturm fotografiere, darf ich ihn wiederum nicht veröffentlichen, weil die Beleuchtung des Eiffelturms unterliegt dem Urheberrecht und ich würde somit eine Urheberrechtsverletzung begehen. Also muss man immer so ein bisschen schauen, in welches Land fahre ich, was für Beschränkungen haben die. Es gibt jetzt keine großen Abmahnfälle bisher, aber ich weise trotzdem aus Sicherheitsgründen auf die Panoramafreiheit hin, weil sie halt unterschiedlich geregelt ist und weil es halt Ärger geben kann. Zum Schluss, ich habe es angekündigt, wir reden von der Passwortsicherheit ein wenig. Ich sage an dieser Stelle mal was. Das ist halt meine Meinung. Ich finde, starke Passwörter sind wesentlich wichtiger als ständig wechselnde Passwörter. Es macht überhaupt keinen Sinn, alle 6 Monate ein Passwort zu wechseln, wenn das Passwort überhaupt nicht von irgendjemandem geknackt wurde. Aber stattdessen ist es lieber, ein starkes Passwort zu haben, was man sich auch merken kann. Das bringt wesentlich mehr.
Noch mehr bringt die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also das lege ich wirklich allen ans Herz. Zwei-Faktor-Authentifizierung bedeutet, ich muss zwei Faktoren haben, um mich irgendwo einzuloggen. Der erste Faktor ist meistens der Faktor Wissen. Also ich weiß mein Passwort. Der zweite Faktor ist bei meisten Diensten ein Smartphone. Das heißt, ich bekomme auf mein Smartphone, wenn ich mein Passwort eingegeben habe, im nächsten Augenblick einen Verifizierungscode. Das ist häufig ein vierstelliger Code, den ich danach beim Login eingeben muss. Das heißt also am Ende, nur wer beide Faktoren besitzt, einmal den Faktor Wissen und einmal den Faktor Besitz, nämlich Besitz des Smartphones, kann sich auch einloggen. Wenn also jemand mal irgendwie mein Passwort herausbekommt, kann es mir letztendlich wurscht sein, denn solange die Person mein Smartphone nicht hat, kann sie sich auch gar nicht einloggen. Starke Passwörter, da gibt es einen Trick, wie man sich starke Passwörter merken kann, nämlich den sogenannten Merksatztrick. Und der ist eigentlich super, denn dadurch kann man sich ganz komplizierte Passwörter aufbauen, ohne sich die selber merken zu müssen, sondern man merkt sich einfach nur einen Satz. Ich habe hier mal so einen Beispielsatz, den sollte man natürlich jetzt nicht nehmen. Dieser Beispielsatz in unserem Fall ist, man nimmt einen langen Satz, Komma, von dem man sich lediglich die Anfangsbuchstaben merkt, Punkt. So, jetzt nimmt man diese Anfangsbuchstaben und auch die Satzzeichen, weil Sonderzeichen brauchen wir auch. Und am Ende habe ich die Zahl 17 gesetzt, weil es insgesamt 17 Zeichen sind. Und schon haben wir ein starkes Passwort, MNELS,VDMSLDAM.17. Super, ist kaum knackbar und wenn, dann braucht man irre lange, um das zu knacken. Und man braucht sich eigentlich nur diesen Satz merken. Also jeder hat irgendwo einen Satz, den man sich merken kann und damit kann man ganz toll Passwörter konstruieren. So, weg vom digitalen Ich, hin zum realen Ich und jetzt kommen wir so langsam in die Materie rein. Warum fallen Menschen auf Falschmeldung rein? Ganz einfach, weil man eine gewisse Erwartungshaltung an Informationen hat, weil man eine gewisse Erwartungshaltung auch an bestimmte Medien hat. Und da geht es darum, sich selbst ein bisschen kritisch anzuschauen, das eigene Medienverhalten kritisch anzuschauen. Welchen Medien vertraue ich, warum vertraue ich diesen Medien, aber auch im Umkehrschluss, welchen Medien vertraue ich nicht und warum vertraue ich diesen Medien nicht und was erwarte ich eben von Medien? Das sind halt diese Fragen, die man sich stellen muss und dann kann man halt in gewisser Weise auch ja ein bisschen selbstkritisch an die Sache gehen. Apropos kritisch, das nächste Schaubild ist jetzt eine Zusammenstellung von Medien aus Deutschland. Das Schaubild selbst darf man kritisch sehen, aber ich finde es insofern wichtig zu zeigen, dass Medien nicht gleich Medien sind, dass es einfach wichtig ist zu wissen, dass sie unterschiedliche Redaktionslinien haben, dass sie unterschiedliche Themen angehen und dementsprechend auch anders verarbeiten. Leider habe ich dieses Schaubild für Österreich nicht. Dementsprechend müssen wir uns für deutsche Medien so ein bisschen damit das jetzt anschauen. Es gibt halt Medien, die sind reißerischer, die haben ein niedrigeres Niveau oder eine niedrigere Herangehensweise, was Informationen angeht. Es gibt Medien, die sind politisch tendenziös, die sind teilweise so weit nach außen tendenziös, dass die Meldungen nicht mehr stimmen. Und dann gibt es natürlich Medien, die sind komplex gestaltet. Da sieht man auch wenig Bilder in den Artikeln. Die sind dann auch schwer zu lesen. Also es gibt wirklich diese Unterschiede. Haben wir in Österreich logischerweise auch. Es gibt einen großen Unterschied natürlich zwischen der OE24 und ich sag mal Profil oder Addendum, muss man ganz klar sagen. Und das muss man halt wissen. Man muss halt wissen, wie einzelne Medien ihre Informationen aufbereiten. Lieber André, im Chat ist eine Frage aufgetaucht. Ja, gerne. Und zwar noch einmal, um einen Schritt zurückzumachen zum Thema Passwort. Und zwar ist die Frage, muss oder sollte man für jeden Account ein anderes Passwort haben? Ganz klar sagt man, es wäre besser ja. Wir alle wissen, dass die meisten von uns das nicht tun. Ich gebe zu, ich habe es auch nicht. Man muss bei der Realität bleiben. Aber sinnvoll wäre es natürlich ja, vor allem die wichtigen Accounts definitiv mit unterschiedlichen Passwörtern. Es gibt Tricks, wir haben Phishing-Fallen gesehen, wo wir uns gefragt haben, warum wollen Menschen das Passwort von Willhaben oder eBay Kleinanzeigen haben? Denn die sind ja eigentlich völlig irrelevant. Nein, sind sie nicht, denn Betrüger setzen darauf, dass wir passwortfaul sind und bei allen Zugängen dieselben Passwörter nutzen. Das heißt, wenn man so
wenn man über billige Plattformen oder einfache Plattformen sich die Passwörter ausfragt und dann das gleiche Passwort versucht, bei Amazon zu nutzen, dann hat man natürlich verloren, wenn man überall dieselben Passwörter nutzt. Also es empfiehlt sich grundsätzlich, und die Empfehlung gebe ich natürlich, unterschiedlichen Plattformen auch unterschiedliche Passwörter zu geben. Wenn es zu viele Plattformen sind, gibt es natürlich die Möglichkeit, ein Passwort safe zu nutzen. Da gibt es welche. Es gibt Bezahlversionen, es gibt aber auch Gratisversionen von Passwort safes. Da muss man halt schauen, welche Qualität die unterschiedlich haben. Da kann man dann mit einem Masterpasswort arbeiten, was man sich nur merken muss und dann in dem Safe die einzelnen Passwörter ablegen. Danke. Genau, die Wahrnehmung. Wahrnehmung ist wichtig, denn man kann anhand bestimmter Trigger, anhand bestimmter Auslöser erkennen, ob Inhalte stark tendenziös sind oder halt, oder ob jemand bestimmte Erzählstrukturen nutzt, in die man Falschmeldungen einbetten kann. Wir reden hier von dem sogenannten Framing und den sogenannten Narrativen. Ich möchte am Anfang auf das Framing eingehen kurz, denn das Framing ist sehr wichtig. Framing ist ein Begriff, den gibt es schon lange. Der stammt auch noch aus dem letzten Jahrhundert. Da gab es halt diese Theorien, dass man mit Worten einen Bedeutungsrahmen schaffen kann. Speziell auf Social Media sind wir auf das Framing aufmerksam geworden 2015, 2016, als viele Flüchtende nach Europa kamen, als wir gemerkt haben, dass halt mit Hilfe von bestimmten Schlagworten ein sogenanntes Mindsetting, also ein Bedeutungsrahmen geschaffen wurde. Und das wirklich schon anhand von weniger Schlagworte. Also wir haben gesehen, dass einzelne Medien, gerade alternative Medien, diese Worte extrem genutzt haben, um wirklich von vornherein die Diskussion in eine bestimmte Richtung zu drücken und somit auch einen Bedeutungsrahmen schon aufgebaut haben. Und man kann mit Hilfe von Bildern framen, aber auch mit Worten. Ich habe ein tolles Bild mitgebracht. Das ist ein Bild, das Webseiten gerne nutzen, um zu zeigen, dass sie effizient sind, dass sie viel leisten, dass sie wie Rädchen arbeiten, die ineinander greifen und wirklich kompetent sind. Das Bild transportiert durchaus natürlich eine Effizienz. Und wer jetzt von uns in Physik aufgepasst hat und genau hinschaut, wird merken, dass das Bild nichts weiteres kann als framen, denn die Rädchen können sich nicht drehen. Die sind so ineinander verzahnt, dass sie sich nicht einen Millimeter bewegen können. Aber es geht um den Bedeutungsrahmen, die dieses Bild transportiert. Und da haben wir ein Framing vorliegen. Ein anderes Framing, und das ist wirklich klassisch, ist, wenn man jetzt vor einer Operation steht und man spricht mit einem Arzt oder Ärztin und die sagen, oh, diese Operation birgt aber ein 10%iges Sterberisiko. Das heißt, wir haben einen negativen Bedeutungsrahmen. Wir fokussieren uns auf diese 10% Sterberisiko und haben Angst. Kriegt man die gleiche oder kriegt man jedoch die Aussage, eine 90%ige Überlebenschance würde da sein, haben wir einen positiven Bedeutungsrahmen und würden eher auf die Operation eingehen. Faktisch gesehen, und das ist ganz wichtig beim Framing, da komme ich jetzt gleich zu, faktisch gesehen ist das identisch. Ja, egal was gesagt wird, die Fakten sind identisch, je nachdem, wie ich es auslege. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Ab wann ist ein Framing manipulativ? Bis hierhin war ein Framing noch neutral, weil die Faktenlage klar ist. Aber ein Framing wird manipulativ, wenn ich versuche, Werte damit zu transportieren. Und das ist ganz wichtig. Hier haben wir ein Beispiel für Wertetransporte innerhalb des Framings. Die Ausgangslage wäre in diesem Fall Steuern. Steuern ist ein Begriff, da haben wir alle sowieso. Wir wissen, wir müssen Steuern zahlen. Das ist einfach so. Der ist schon leicht negativ geframed. Man verliert ja Geld. Aber jetzt kann man diesen Begriff noch wesentlich stärker framen. Einmal zur anderen Seite, indem man sagt, wir alle haben eine Steuerverantwortung. Das bedeutet, Steuern wird als etwas Positives, als eine Verantwortung, die man trägt, angesehen. Man hilft anderen. Auf der anderen Seite könnte man wiederum von einer Steuerlast sprechen. Das heißt, wir framen das Wort nochmal eine Nummer negativer. Beides transportiert Werte, je nachdem beispielsweise, in welcher Partei man sitzen würde. Eine soziale Partei würde eher von Steuerverantwortung sprechen, weil man ja Lasten umverteilen will, um andere zu helfen. Eine wirtschaftsliberale Partei hingegen würde von Lasten sprechen, weil man will sich ja von Steuern befreien nach Möglichkeit. Und hier sieht man, dass es eigentlich nur noch um Werte geht letztendlich. Und da fängt dann das Framing an zu manipulieren. Es gibt natürlich
Framing-Begriffe, die sind wesentlich stärker in ihrer Manipulationskraft. Wir haben 2015 und 2016 bei Flüchtenden beispielsweise Begriffe gehört wie Messermänner oder Kopftuchfrauen, die nach Europa kommen. Da sind wir wirklich extrem in einem manipulativen Framing angekommen, wo man wirklich in dem Moment ein Bild vor Augen hat, das nichts mehr mit der nüchtern betrachtenden Situation zu tun hat. Angekoppelt an das Framing sind Narrative. Bei Narrativen geht es um Erzählstrukturen und um Erzählweisen. Der Begriff Narrativ selbst kommt aus dem Lateinischen, kommt von dem Wort narrare, erzählen. Und es geht hier um sinnstiftende Erzählungen, um Erzählungen, die wir eigentlich schon immer kennen, die uns vertraut sind und die dementsprechend ja plausibel erscheinen. Und das Problem an Narrativen ist, man kann Falschmeldungen in Narrative einbetten, ohne dass man es merkt, weil einfach die sinnstiftende Erzählung an sich so plausibel gestaltet ist. Und da habe ich einfach mal ein paar Narrative mitgebracht, die wir uns anschauen können. Jetzt gibt es viele bunte Bilder. Ich beginne mit dem Infektionsnarrativ, weil das ist etwas, was über die Jahre sehr dynamisch gewesen ist und immer wieder anders aufgetaucht ist. Wir haben vor neun Jahren diese Geschichte gehabt von der HIV-infizierten Nadel in Kinosesseln. Da hieß es, Vorsicht, in einem Wiener Kino oder von mir aus in einem Grazer Kino würde es eine HIV-infizierte Nadel geben im Sitz und wenn man sich dort draufsetzt, wäre man infiziert. Das ist eine reine sogenannte urbane Legende. Es hat diese Nadel nie gegeben, aber diese Legende, die ist so dynamisch, denn in dem Moment, wo man den Ortsnamen austauscht, gilt diese Geschichte wieder für einen anderen Ort. Ob jetzt Wien oder Graz oder in Deutschland von mir aus Hamburg, Berlin oder München. Auf einmal wird dieser Fake dynamisch und beginnt wieder von vorne. Menschen fangen an, das zu teilen, wollen andere warnen, weil sie die Geschichte für plausibel halten, dass man sich ganz einfach irgendwie infizieren könne und merken gar nicht, dass sie eine Falschmeldung verbreiten. Das hat sich gewandelt. Also wie gesagt, diese Geschichte, dieses Narrativ wandelt sich. Also es waren im Laufe der Zeit, das ist ein Bild von 2016 und 2017, war das recht häufig unterwegs, die angeblich HIV-infizierten Bananen, die man daran erkennen könnte, dass da rotes Blut drin wäre. Ist natürlich Quatsch, aber die Hintergrundgeschichte ist, wir haben es mit der gleichen sinnstiftenden Erzählung zu tun, dass man sich angeblich über so etwas Leichtes infizieren könne. Was wir dort sehen, sind Bananen, tatsächlich, die sind echt, die haben eine Nährstoffknappheit, die sich Dry Red nennt, die kommen eigentlich seltener in den Handel, weil die etwas dünner sind und aussortiert werden, aber es kann passieren und die sind eigentlich eher harmloserer Natur. Das Ganze gipfelte so weit, dass ein Bild aufgetaucht ist auf Social Media von einer Zapfpistole in einer Tankstelle mit einer Nadel drin. Dazu gibt es die Geschichte, das wäre der neueste Schrei. Jetzt würden Unbekannte auf einmal HIV-infizierte Nadeln in Zapfpistolen verstecken, um andere zu infizieren. Die Geschichte hat ihren Ursprung in Kalifornien, in den USA. Da ist ein Mann zur Arbeit gefahren, hat in diese Zapfpistole gegriffen, hat sich gestochen an dieser Nadel. Um das Ganze zu protokollieren, hat er ein Foto gemacht, ist zum Arzt, hat sich prüfen lassen. Es kam später heraus, es war nichts mit HIV, es war überhaupt gar keine Infektion. Und seine Tochter hat dann dieses Foto genommen und auf Social Media veröffentlicht, ohne den roten Kreis, ohne irgendwas von HIV zu schreiben, sondern einfach nur die Geschichte, so wie sie war. Und jetzt kam jemand anderes, der sich als Polizist ausgegeben hat und hat dieses Narrativ, dieses Infektionsnarrativ angewendet und den roten Kreis gemalt und behauptet, rote Kreise sind übrigens ein sehr wichtiges Element auf Social Media, und er hat halt behauptet, dass das diese neueste Sache wäre, die jetzt an Tankstellen wäre und diese Nadeln wären mit HIV infiziert. So, wir sehen hier eine Geschichte, die plausibel klingt, weil wir die sinnstiftende Erzählung für plausibel halten. Und die Geschichte ist weltweit unterwegs gewesen. Die ist dann auch auf Deutsch aufgetaucht, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Und da war dann die gleiche Geschichte, angeblich HIV-infizierte Spritzen in Zapfpistolen. Man sieht hier ganz toll, das war dann der März 2018, über 150.000 Mal verteilt. Das ist eine unwahrscheinlich große Zahl für Social Media. Also wenn ich einen Artikel schreiben würde bei Mimikama und das wird 155.000 Mal geteilt werden, hätte ich den Rest des Monats Feierabend. So müsste man das in Relation sehen. Und das ist nur eines der vielen Bilder. Das wird ja nicht nur einmal verteilt, sondern auf verschiedenen Plattformen mehrfach verteilt, sodass man halt genau sieht, wie so eine Geschichte wirken kann.
André, ich weiß nicht, ob im Chat eine Frage aufgetaucht ist. Ich weiß nicht, ob das eh vorgreift von deinem Ja, bitte Programm. frag ruhig. Ich frage mal, und zwar, was könnte die Motivation jetzt sein, um so eine falsche Meldung zu verbreiten? Das greift nicht vor, sondern das läuft super parallel. Wir sind jetzt hier auf einer Ebene, da komme ich nämlich später noch ein bisschen zu, wenn wir auf die Coronaviren eingehen. Hier sind wir auf einer Ebene, wo Menschen eigentlich auf harmloser Basis andere warnen wollen. Also man bemerkt nicht direkt den Fake. Es ist jetzt auch nichts, das groß manipuliert werden soll, sondern Menschen beobachten etwas, interpretieren es falsch und geben es dementsprechend falsch weiter. Das ist so dieser Level. Dann gibt es noch einen zweiten Level, der ist dann etwas gefährlicher. Da sind wir im Bereich der Trollereien. Ich verurteile Trollerei pauschal nicht, denn es gibt verschiedene Facetten der Trollerei. Die Trollerei ist ein wichtiger Bestandteil der Internet-Popkultur. Bei Trollereien muss man einfach wissen, es gibt Menschen, die wollen andere, ja, verarschen auf gut Deutsch und haben einen Spaß daran, wenn sie Falschmeldungen in die Welt setzen und diese herausgetragen werden. Und dann gibt es noch ein drittes Level, das sind dann die wirklich manipulativen, auch ideologisch manipulativen und politisch manipulativen Falschmeldungen, wo wirklich teilweise auch gesteuerte Kampagnen hintersitzen. Und da werden wir heute auch noch Beispiele zu sehen. Also das sind wirklich diese drei großen Punkte, wo wir nachher auch beim Thema Coronavirus genau sehen, wie das funktioniert. Und wir befinden uns jetzt in diesem Moment auf der kleinen Stufe noch, wo Menschen halt aufgrund von falschen Beobachtungen oder falschen Interpretationen etwas weiterleiten. Und da sind wir genau bei dem Bild auf der linken Seite. Da sehen wir wieder angebliche Nadeln in Zug sitzen, und die in Dortmund, im Raum Dortmund gesichtet worden sein sollen. Ganz tolle Fotos. Die Fotos sind nämlich echt. Die stammen hier aus Wien, aus der Badener Bahn. Und die wurden dann, wie man sieht es wieder, in dem Moment, wo man einen Ort austauscht, wird sowas wieder dynamisch und wird wieder neu verteilt. Also so funktioniert in diesem Fall das Infektionsnarrativ. Es gibt noch andere Narrative, wie zum Beispiel, wenn mit der Angst gespielt wird und Angstgeschichten erzählt werden. Ein ganz tolles Beispiel aus dem Jahr 2014, das unwahrscheinlich ja präsent war damals, waren die weißen Lieferwagen, die durch jede Ortschaft fahren würden, Kinder entführen würden, diese nach Osteuropa bringen, wo ihnen die Organe angeblich entnommen werden. Und man solle die eigenen Kinder bitte nicht alleine draußen spielen lassen. Diese Lieferwagen würden da ganz schnell handeln und die Kinder einsammeln. Dieses Foto taucht im April 2014 auf. Das war in Duisburg und Essen, hieß es. Spannend, am nächsten Tag derselbe Text mit demselben Foto, nur da stand dann auf einmal Berlin. Und dann ging es halt weiter. Wir kennen die Methode mittlerweile. In dem Moment, wo der Ortsname ausgetauscht wird, wird das Ganze dynamisch und fängt wieder von vorne an. Was wir hier vorliegen haben, ist in Wirklichkeit der sogenannte Zigeuner-Narrativ. Das ist eine uralte Geschichte, die schon vor dem Internet da war. Ich kenne es von meiner Oma, die zu mir als Kind gesagt hat: Vorsicht, die Zigeuner sind unterwegs, die entführen dich. Das ist eine Geschichte, die immer weitergetragen wurde und jetzt hier digital umgesetzt wurde und natürlich letztendlich Quatsch ist. Ein tolles Beispiel ist die Geschichte auf mehreren Ebenen, denn es war ganz schwierig, dagegen anzukommen. Aufgrund des plausiblen Narrativs haben ganz viele Menschen diese Geschichte für wahr gehalten und du konntest auf Social Media ganz schwer nur dagegen angehen. Die Polizei musste selber sagen, da ist nichts dran an den Geschichten und das war halt der Punkt. Gleichzeitig ist diese Geschichte auch ein Beispiel dafür, dass andere Geschichten adaptiert werden, denn in Wirklichkeit stecken hier zwei drin. Einmal das Zigeuner-Narrativ. Und zum Zweiten eine Geschichte aus einem Tatort, die 2011 veröffentlicht wurde, der 2011 ausgestrahlt wurde, nämlich die Organmafia. Die Organmafia in dem Tatort war eine Gruppe, die Kinder nach Osteuropa entführt, hier ein spezielles Kind, das entführt werden sollte, und denen die Organe entnommen werden und auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Das heißt, wir bemerken, dass verschiedene Mythen im Laufe der Jahre zusammenwachsen können und dementsprechend neue Geschichten ergeben. Und da kommt jetzt was ganz Spannendes. Ich verrate euch noch nicht, was dieser Superkettenbrief ist, aber ihr kennt ihn alle und der besteht aus verschiedenen Mythen und ist deswegen am Ende aufgrund seiner sinnstiftenden Erzählung so plausibel gewesen. Alles fing 2016 an mit den Horrorclowns. Horrorclowns hieß es, man sollte zu Halloween aufpassen, da würden Menschen verkleidet als Clowns rumlaufen, die hätten Messer dabei und würden dich mit dem Messer angreifen. Es haben Behörden davor gewarnt, Schulen haben vorgewarnt, Medien haben gewarnt, ja selbst die Polizei hat gewarnt. Das Problem ist,
es gab, niemand hat wirklich diese Horrorclowns gesehen. Es gab zwar ein paar Trittbrettfahrer, das muss man ganz deutlich erwähnen, Trittbrettfahrer aufgrund der überpräsenten Mediendarstellung, die wirklich dann sich als Clowns verkleidet haben und wo es dann zu einigen Problemen kam. Aber es gab diese angekündigte Horrorclown-Schwemme letztendlich überhaupt nicht. Das müssen wir uns merken, dass diese überstarke Medienberichterstattung Hysterie erschaffen kann. Denn das wirkte beim nächsten Phänomen mit, der sogenannten Blue Whale Challenge. 2017 gab es die Behauptung, dass Jugendliche an einer Challenge mitmachen würden, die aus 50 Aufgaben besteht. Und die 50. Aufgabe wäre die Wahl des eigenen Todes, also ein sogenanntes Selbstmordspiel. Wir sehen hier wieder, Schulen haben gewarnt, das ist ein echter Elternbrief, Behörden haben gewarnt, Polizei hat gewarnt, Medien haben überall darüber geschrieben. Das Problem war jedoch, niemand hat die Blue Whale Challenge jemals gesehen, weil sie schlichtweg nicht existiert hat. Sie war eine sogenannte Creepypasta, eine Horrorgeschichte, eine Gruselgeschichte, die über das Internet erzählt wurde. Die wurde dann natürlich zum Selbstläufer. Auf einmal hieß es, es gab 130 Kinder oder Jugendliche in Russland, die daran teilgenommen hätten und gestorben wären. Warum ausgerechnet Russland? Ganz klar, weit weg. Niemand kann es wirklich kontrollieren. Und dementsprechend gab es dann ja diese Geschichten. Das Problem war, es gab Trittbrettfahrer. Es gab dann Menschen, die dann erzählt haben, sie hätten die Blue Whale Challenge gesehen oder es würde sie geben im App Store oder sonst was. Aber letztendlich hat sie niemand jemals zeigen können. Ja, es waren dann Hörensagen, Ergebnisse immer irgendwo. Und da stehen wir halt. Also diese Meldungen, es gab dann so viele Medienmeldungen, dass man kaum noch auseinanderhalten konnte, was jetzt wirklich dran war oder nicht. Vor allem viele Behauptungen. Aber es gab, und das müssen wir uns merken, schlichtweg keinerlei Beweise für diese Challenge letztendlich. Und wir müssen uns den Wortlaut der Challenge merken. 50 Aufgabe und die 50. Aufgabe wäre die Wahl des Selbstmords. Und jetzt kommen wir zu dem Superkettenbrief. Momo. Momo hat ganz viele adaptierte Sachen. Kurz zu Momo zurück. Momo ist diese schreckliche Figur. 2018 speziell ging es umher und man hatte Angst vor Momo aus vielen verschiedenen Anlässen. Und diese vielen verschiedenen Anlässe schauen wir uns einmal an. Wir sehen links, das ist das echte Momo. Momo ist eine Figur, die ausgestellt war. Und anfangs kursierten zu Momo verschiedene Kettenbriefe. Es hieß, hallo, ich bin Momo, ich bin verstorben und würde heute Nacht unter deinem Bett liegen. Und wenn du diesen Kettenbrief nicht weiterverteilst, wirst du auch sterben und so weiter und so fort. Letztendlich ist es ein Kettenbrief, der schon wesentlich älter ist. Man hat lediglich den Namen ausgetauscht. Wir kennen es ja mittlerweile. Früher stand da Teresa Fidalgo drin. Das ist ein Kettenbrief, der aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetzt wurde. Und dieser Name Teresa Fidalgo war ursprünglich da drin. Und dann hat man einfach Momo eingesetzt und die Geschichte ging weiter. Es gibt zu Momo eine ganz tolle Chronologie. Letztendlich wurde diese Figur ausgestellt 2016 in der Vanilla Gallery in Tokio. Zum ersten Mal tauchten Fotos von Momo auf Social Media, speziell auf Reddit, im Sommer 2018 auf und niemand konnte wirklich was damit anfangen. Und das ist immer so ein Nährboden für Mythen und für Falschmeldungen, wenn sich jemand nicht wirklich auskennt und dann auf einmal anfängt, irgendwelche Sachen dazu zu spinnen. Hier war es tatsächlich, jetzt sind wir auf dem Level der Trollerei. Jemand hat am Anfang tatsächlich Momo, die Fratze, dafür genutzt, um Kettenbriefe zu versenden. Dann gab es viele YouTuber, die natürlich viel Unfug gemacht haben, die sich dann hingesetzt haben und sich gefilmt haben und dann gezeigt haben, oh Gott, Momo ruft mich an, Punkt 12 Uhr, haben ihr Handy in die Kamera gehalten und dann stand da Momo drauf. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, technisch gesehen. Wenn mich eine unbekannte Person über WhatsApp anschreibt oder anspricht, steht da kein Name. Da steht dann eine Rufnummer. Und die alle hatten halt dort Momo ruft anstehen. Also wusste man, dass dieser Account schon vorab gespeichert war und dass jemand bewusst manipuliert hat. Man konnte also rein technisch dagegen schon argumentieren. Im Herbst 2018 kam dann etwas ganz Spannendes. Schulen haben gewarnt, Polizei hat gewarnt, Medien haben gewarnt vor der sogenannten Momo-Challenge. Und jetzt kommt's, die Momo-Challenge würde aus 50 Aufgaben bestehen und die 50. Aufgabe wäre die Wahl des eigenen Todes, also eine Art Selbstmordspiel. Wir sehen hier, dass die Blue Whale Challenge 1:1 als Momo Challenge umbenannt wurde. Die Blue Whale Challenge hat schon nie jemand finden können und die Momo Challenge wurde nie bewiesen. Sie war ein reines Hörensagen.
Es gab dann diverse Mitteilungen, dass Jugendliche gesagt haben, ja, ich habe die gesehen und habe daran teilgenommen, aber es hat nie einen Beweis dafür gegeben, nur dies Hörensagen. Und dann gab es auf einmal im März 2019 diese ganz schlimme Meldung der Polizei München, die gesagt hat, wir haben hier einen Suizidversuch vorliegen aufgrund der Momo-Challenge. Und da bin ich ganz nervös geworden, hier in meinem kleinen Mimikama-Büro. Habe die Polizei in München angerufen, gefragt, sag mal, seid ihr wirklich davon überzeugt, dass da wirklich die Momo-Challenge hintersteckt? Und dann sagte mir der verbundene Pressesprecher, nun ja, wir untersuchen, aber die, mit denen wir gesprochen haben, die haben gesagt, das hätte was damit zu tun. Okay, wir haben gewartet. Zwei Tage später meldete sich der Pressesprecher bei mir und hat gesagt, wir haben das Handy komplett untersucht, es war nichts derweil gefunden und wir haben auch mit der Betroffenen gesprochen, es handelte sich um einen Familienstreit und sie hatte das nur gesagt, weil es ihr zu peinlich war, zuzugeben, was wirklich dahinter steckte. Gleichzeitig hat die Polizei München was ganz Schlimmes gemacht. Sie hat noch einen Pressebericht rausgegeben, hat geschrieben, dass das Ganze nichts mit der Momo-Challenge zu tun hatte, aber man trotzdem vorsichtig davor sein sollte. Das ist natürlich katastrophal, was sie da gemacht haben. Sie haben weiterhin vor etwas gewarnt, was schlichtweg nicht da war. So, und hier sieht man, wie es aussieht, wenn verschiedene Erzählstränge zusammenkommen und zu einem großen Neuen verflochten werden. Und dieser klingt da plausibel, weil man die alten sinnstiftenden Erzählungen irgendwo noch kennt und den Neuen dann für noch überzeugender hält. Jetzt kommen wir auf die dritte Stufe, jetzt wird es politischer, jetzt sind da teilweise auch Agitatoren dabei, die bewusst handeln und Falschmeldungen verbreiten. Jetzt kommen wir zu einem Beispiel des Traditionsverlust-Narrativs. André, das ist wirklich, ja bitte? Bevor wir zu dem nächsten Beispiel kommen, ist noch eine Frage aufgetaucht, nämlich zu Momo. Ist da jetzt grundsätzlich eine einzelne Person im Hintergrund dieser? Nein. Momo ist das Phänomen. Hier reden wir jetzt wirklich teilweise, hier verbinden hier sich jetzt die beiden zwei Stufen. Einmal die Trollerei, dass Menschen das bewusst vorangetrieben haben, um andere zu ärgern, wie im Bereich der Kettenbriefe. Oder diese YouTuber, die bewusst falsche Videos versendet haben. Aber auch diese falschen Beobachtungen, also dass dann jemand auf einmal etwas falsch wahrnimmt und falsch wiedergibt und andere warnt, wie beispielsweise vor der Momo-Challenge, die es ja nicht geben kann, weil das Ganze einfach nur die Blue Whale Challenge war, die adaptiert wurde. Also hier vermischen sich diese beiden Sachen. Hier steckt keine Kampagne hinter, ganz klar nicht. Hier sind wir in dem Bereich, dass zwei verschiedene Ebenen das weitergebracht haben. Zu den Kampagnen kommen wir nämlich jetzt in Ansätzen, dass wir wirklich beim Traditionsverlust-Narrativ sehen, dass da wirklich teilweise politische Agenten hintersitzen und dass da wirklich auch was bewusst teilweise verbreitet wird. Und wir reden jetzt an dieser Stelle auch von Phantomdiskussionen. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Es gibt Diskussionen auf Social Media, die haben keine Relevanz. Die sind nur für sich selbst da und werden nur für sich selbst aufrechterhalten. Das Ganze begann damals mit dem sogenannten St. Martins-Dilemma. Es gab 2013 eine Kindertagesstätte in Bad Homburg, die hatte zu St. Martin den Kindern jedes Jahr eine Suppe gegeben, wo Sonne, Mond und Sterne Einlagen drin waren. Eigentlich völlig harmlos, nichts weiter. Die Kinder sind nach Hause und haben erzählt, oh, wir haben wieder Sonne, Mond und Sterne festgefeiert, weil sie sich diese Suppe gemerkt haben. Dann gab es auf einmal Eltern, die fanden das ganz schlimm und hatten das Gefühl, auf Rücksicht auf muslimische Mitbürger hätte diese Kita jetzt das christliche St. Martinsfest umbenannt, um wirklich um politisch neutral zu sein. Das ist natürlich Quatsch. Das hat die Kita auch in einer Presseaussendung damals geschrieben, dass es darum ging, einfach nur um diese Suppe ging und letztendlich das Fest weiterhin St. Martin-Fest heißt. Gleichzeitig gab es in dem Jahr einen Politiker der Linken in Nordrhein-Westfalen, der den Vorschlag hervorgebracht hat, dass an allen öffentlich geförderten Kitas doch bitte keine christlichen Feste gefeiert werden sollten, unter anderem natürlich auch das St. Martins-Fest. Haben die eigenen Parteigenossen schon gesagt, du, das ist nicht, können wir nicht machen, ist unpopulär. So, und da muss man halt einen Punkt jetzt setzen. Mehr gab es zum St. Martinsfest nicht, wo irgendwas eigentlich in der Diskussion stand. Das war 2013 und diese beiden Sachen. Aber Social Media hat seine eigenen Geschichten erfunden. Und wir kennen seit 2015 dieses Sharepic, also dieses Bild, was Leute jedes Jahr im Herbst teilen, nämlich die Klarstellung, dass sie St. Martin und nicht Sonne, Mond und Sternefest feiern, dass sie doch auf den Weihnachtsmarkt und nicht auf den Wintermarkt gehen, dass sie Adventsbeleuchtung haben und nicht Winterbeleuchtung und Weihnachten feiern und nicht Jahresendfeier. Also das,
da wird dann auf einmal propagiert, dass man Werte und Traditionen verlieren würde und die eigene kulturelle Identität aufgeben müsste. Und hier sind wir schon bei einem geframten Bereich. Ja, man sieht den Begriff Identität, der natürlich seine eigene Lastung hat. Und hier steht halt der Begriff kulturelle Identität im Gegensatz zu Traditionsverlusten wie Umbenennung von angeblichen Festen. Eine kleine Anmerkung, wo dieses Bild herkommt: Man kann anhand der Begriffe Winterbeleuchtung und vor allem Jahresendfeier erkennen, dass dieses Bild, was da eingeblendet ist, seinen Ursprung eher im ostdeutschen Raum hat. Denn man muss wissen, in der DDR wurde früher, der Staat hat versucht, viele christliche Feste zu verstaatlichen und die Kirche so ein bisschen in den Hintergrund zu drängen. Das beste Beispiel ist die Kommunion bzw. Konfirmation, die staatlich durch die sogenannte Jugendweihe ersetzt wurde. Und die Menschen haben sich einen Spaß draus gemacht, haben das so ein bisschen veräppelt und gesagt, demnächst dürften wir wahrscheinlich nicht mehr Weihnachten feiern, der Staat wird das wohl in Jahresendfeier umbenennen. Daher kommt der Begriff, der war eigentlich eher satirisch gebraucht und wird jetzt über 20 Jahre später, also knapp 30 Jahre später sogar, genutzt, um zu zeigen, dass wir unsere Werte verlieren würden. Also zum Thema Details kommen wir nämlich nachher noch. Das sind so Details, wo man Sachen bemerkt. Ein anderer angeblicher Beweis, dass das St. Martinsfest umbenannt wird, ist die Nutzung des Begriffs Laternenfest. Angeblich, und so kann man es hier auch lesen, aus Rücksicht auf den Islam würden jetzt St. Martinsfeste Laternenfeste heißen. Das ist Quatsch. Dahinter steckt eine ganz spannende Geschichte, die geht noch viele, viele Jahre weiter zurück, nämlich auf Martin Luther. Denn ich muss dazu sagen, ich bin Protestant. Wir Protestanten haben keine Heiligen. Ist einfach so. Wir können dementsprechend schwer St. Martin feiern, weil geht halt nicht, aber wir finden das Fest so toll und die Geschichte, die dahinter steckt. Also feiern Protestanten klassischerweise und ursprünglicherweise Laternenfeste. Nun, jetzt hat sich viel geändert seit 1500 noch was und speziell seit 1648, seit dem Religionsfrieden, und alles ist nicht mehr so knallhart getrennt. Das heißt, in Gegenden, wo auch katholische Menschen leben, werden auch Laternenfeste gefeiert und evangelische Menschen nehmen natürlich auch an St. Martins Umzügen teil, sodass das nicht mehr glasklar getrennt werden kann. Aber der Begriff selber hat nichts mit einer vermeintlichen Islamisierung und erst nicht rechtlich mit dem Verlust der Traditionen zu tun. Im nächsten Schritt sehen wir etwas, wie diese Phantomdiskussion noch weiter nach vorne gepusht wurde, nämlich Medien haben es aufgegriffen. Der Fokus im Jahr 2017 hat tatsächlich diese Umfrage gestartet, sollte das St. Martinsfest umbenannt werden. Nochmal, es gab niemals einen Anlass, es gab auch gar keinen Grund, das St. Martinsfest umzunennen. Wir haben lediglich die Phantomdiskussion auf Social Media, die in diesem Moment von Medien aufgegriffen wurde und noch eine weitere Viralität bekommen hat. Die gesamte Sache mit den Traditionsverlusten wurde dann ab 2017 noch weiter gekoppelt und mit Scheinbeweisen verknüpft. Beispielsweise, dass der Lichtermarkt Elmshorn wäre auch so eine angebliche Umbenennung. Das stimmt auch wiederum nicht. Der Lichtermarkt Elmshorn ist ein typischer Weihnachtsmarkt. Der wurde 2006 im Zuge einer Marketingstrategie einfach in Lichtermarkt umbenannt und hatte nichts mit dem Islam zu tun. Aber gewisse politische Influencer, wie beispielsweise Erika Steinbach, die eine rechtspopulistische Influencerin in Deutschland ist, hat genau dieses Bild verbreitet und behauptet, das wäre aufgrund einer Islamisierung. Gleichzeitig gab es natürlich auch Falschmeldungen in diesem Umfeld, wie hier der Scheinbeweis, dass Lindt mittlerweile den Weihnachtsmann umbenannt hätte in Jahresendfigur. Da sind wir wieder genau bei dem Punkt. Natürlich hat Lindt ihn nicht umbemalt. Hier hat jemand, der seine Photoshop-Philipp-Künste angewandt und einfach nur den Begriff ausgetauscht. Und so kann man eine Diskussion natürlich auch schüren. Hier in Österreich sind wir davon natürlich auch betroffen gewesen. Das ist aus dem Bezirksblatt Hollabrunn 2017. Der Nikolaus darf nicht sterben. Tut er nicht. Es gab gar keinen Anlass. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, um das Brauchtum und um Tradition hier in Österreich Angst zu haben. Aber hier sehen wir etwas ganz Wichtiges. Hier werden zwei Sachen wieder verknüpft. Denn in einem Beisatz wird geschrieben, unser Schnitzel bitte auch. Ein Schnitzel hat eigentlich nichts mit dem Nikolaus zu tun. Hier geht es einfach nur um das Framing, um die Richtung vorzugeben, um gegen einen vermeintlichen Islamismus vorzugehen. Und dadurch werden diese beiden Sachen verknüpft. Und hier sehen wir, dass auf einmal politisch gewertet und auch politisch manipuliert wird. Es gibt keinen Traditionsverlust.
eher sogar aufgrund dieser Darstellung einen Traditionsaufbau wieder. Denn gerade in den 80ern gab es eine gewisse Welle, dass versucht wurde, solche Traditionen eben nicht mehr in öffentlichen Einrichtungen zu praktizieren. Mittlerweile gehen wir wieder zum Gegenteil rum. Aus Angst, um etwas, uns etwas vorwerfen zu lassen, wird bewusst wieder so etwas gefeiert. Und alle, die sagen, dass man das nicht macht, werden vor einen Pranger gestellt. Also wir haben eigentlich eine Renaissance wieder dieser Traditionen und Werte. Kommen wir wieder zu Scheinbeweisen. Und das ist etwas, was noch gar nicht so alt ist, noch kein Jahr alt, letzter Herbst. Aldi hier in Österreich-Hofer hat einen sogenannten Herbststern verkauft. Und auf einmal wurde behauptet, Aldi hätte den umbenannt, um auf Muslime Rücksicht zu nehmen. Ist natürlich Quatsch. Sie haben diesen Herbststern, der botanisch natürlich verwandt mit dem Weihnachtsstern ist, im Herbst verkauft, Ende September und Oktober. Da einen Weihnachtsstern zu verkaufen, ist natürlich Quatsch, alleine vom Wort her. Dementsprechend haben sie diesen botanischen Namen, den deutschen Namen Herbststern gewesen. Und es hat überhaupt nichts mit einer Umbenennung der Traditionen zu tun. Jetzt kommen wir wirklich zum Abschluss auf eine Stufe, wo wirklich politisch manipulativ das Ganze wieder aufgegriffen wurde. Stefan Brandner, ein Abgeordneter im Deutschen Bundestag der rechtspopulistischen AfD, hat einen Trick angewendet. Er hat tatsächlich manipuliert, einen Adventskalender fotografiert, wo Geschenkelager vorstand, und hat ganz klar geschrieben, hieß das nicht früher mal Adventskalender? Also er hat in diese Phantomdiskussion eingegriffen und suggestiv behauptet, dass der Adventskalender umbenannt wurde. Was hat er gemacht? Er hat den Adventskalender, wo vorne Adventskalender auch draufsteht, genommen und von hinten fotografiert. Das ist natürlich Manipulation, denn das Ding heißt Adventskalender, es steht auch vorne drauf. Er hat einfach nur manipulativ eingegriffen und die gesamte Phantomdiskussion zu seinen Nutzen, zu seinen Überzeugungen genutzt und damit manipuliert. Gibt es nicht nur zu Weihnachten, also wir wissen jetzt schon, dass dieses Jahr im Herbst die gleiche Diskussion wieder auftauchen wird, könnt ihr euch schon darauf einstellen, aber das gibt es auch zu Ostern. In diesem Jahr zu Ostern ausgefallen, wegen Corona, muss man ganz klar sagen, Corona überschattet alles andere, hat aber Negativseiten auch, Corona hat seine eigene Falschmeldung, aber auch zu Ostern hieß es, dass der Osterhase umbenannt wurde. Milka hätte den Osterhasen in Schmunzelhase wegen der Islamisierung umbenannt, ist natürlich Quatsch, weil der Schmunzelhase heißt seit den 70ern Schmunzelhase. Aber wir sehen, dass dieses Narrativ, diese Steinbeweise immer wieder auftauchen und auch politisch bewusst genutzt werden. André, eine Frage aus dem Chat. Ja. Noch einmal zum Adventskalender zurück. Gibt es da irgendwie eine strafrechtliche Konsequenz, wenn das jetzt quasi bewusst manipulativ eingesetzt ist? Wir haben ein ganz großes Problem, dass Falschmeldungen, solange sie nicht irgendwie jemanden diffamieren oder da die Rechte Dritter nicht betroffen sind, nicht belangbar sind. Ich kann, so wie hier in diesem Fall eine Suggestivfrage, ich kann das machen, ohne dass ich belangt werde. Dass ich natürlich im nächsten Moment damit rechnen muss, dass mich andere hinstellen als Lügner, selbst das, ich dürfte den Brandner nicht mal als Lügner hinstellen, weil er ja nicht gelogen hat. Er hat ja nur eine Frage gestellt. Da sind wir bei dem Punkt ja wieder. Ich darf einer dritten Person nichts Unwahres nachsagen, aber ich darf diese Suggestivfrage stellen, ob der umbenannt wurde. Ja, also das ist immer das Problem, bei dem wir stehen. Viele Sachen sind rechtlich grundsätzlich nicht belangbar und je nachdem, wie geschickt man sie formuliert, ein guter Konjunktiv ist immer besser als ein schlechter Indikativ bei solchen Sachen, kann man halt nicht belangt werden. Und das ist das, was in diesem Fall tatsächlich ausgenutzt wird. Suggestivfragen, Konjunktive, Vergleiche auf der Metaebene, da kommen wir gleich noch hin, sind ganz wichtig. Und natürlich ein Framing ist ganz wichtig, denn ich kann durchaus Menschen als Messermänner bezeichnen, denn es ist eine Gruppe von Menschen. Ich bezeichne ja keine Einzelpersonen. Wenn ich sage, XY ist ein Messermann, bin ich belangbar. Wenn ich sage, das sind aber größtenteils Messermänner, die da kommen, bin ich nicht belangbar, weil das ist jetzt eine Interpretation. Und das macht es halt so schwierig an der ganzen Geschichte.
Jetzt, und du hast es eben schon anklingen lassen, kommen wir zu meinem wirklich heißgeliebten Begriff Fake News. Also ich mag ihn tatsächlich nicht, weil Fake News ist ein Begriff, der erst spät nach Europa gekommen ist, mit Donald Trump nach Europa gekommen ist und extrem facettenreich ist und dementsprechend auch definiert werden muss. Und das ist halt das Schwierige bei der Definition der Fake News. Also Fake News entstehen nicht alleine aufgrund des Inhalts, also aufgrund der fehlerhaften Darstellung, sondern es geht auch darum, wo sie verbreitet werden. Also es geht um die partizipative Kulturen auf Social Media. Das bedeutet, dass Fake News ganz so gestaltet sind, dass sie die Funktionen und Möglichkeiten von Social Media optimal nutzen. Sie regen mich an, etwas zu teilen. Sie regen mich an, dazu weiterverbreitet zu werden. Und sie werden so zugeschnitten, dass sie halt vornehmlich auf Social Media zu finden sind. In einem zweiten Schritt geht es dann darum zu lernen, wie sehen dann diese Fake News aus? Was macht Fake News aus und was sind eben keine Fake News? Und da hat die Stiftung Neue Verantwortung ein ganz tolles Schaubild entworfen, das ich auch gerne immer wieder zeige, weil es wirklich den Kern dann trifft und wo auch die Grenze gesetzt ist. Also wir sehen links und in der Mitte die Bereiche, die keine Fake News sind, auch wenn man es meinen möchte. Also das, was Donald Trump da macht, sich hinzustellen und Medien oder Gegner, politische Gegner als Fake News zu bezeichnen, ist nichts anderes als ein Kampfbegriff, aber hat nichts mit Fake News zu tun. Satire, ganz klar, ist keine Fake News. Satire ist Satire und wird auch als solche behandelt. Also ist, auch wenn Inhalte falsch in dem Sinne dargestellt werden oder gesellschaftskritisch dargestellt werden. Richtung Grenze kommen wir bei dem sogenannten Pure Journalism. Also da sind wir in einem Bereich, wo Journalisten oberflächlich arbeiten, wo vielleicht der Boulevard zu stark zum Zug kommt, wo vielleicht kleine journalistische Fehler drin sind, aber wo halt noch versucht wird, halbwegs normal zu arbeiten. Das ist halt schlechter Journalismus, aber noch keine Fake News. Sehr ähnlich beim Clickbaiting, da kommen wir auch noch nachher drauf. Clickbaiting ist eine Form des Journalismus, die sehr dramatisch ist, die wirklich auch mit Schlagzeilen basiert arbeitet und einen schlechten Inhalt liefert, aber halt letztendlich noch kein Fake News ist. Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes, und da gehe ich auch mit der Stiftung Neuen Verantwortung komplett d'accord. Eine Falschmeldung oder eine Ente, die mal passieren kann und wo eine Zeitung dann am nächsten Tag sagt oder ein Medium sagt, Achtung, wir haben gestern einen Fehler gemacht, das tut uns leid, wir möchten das gerne korrigieren, sind keine Fake News. Im Gegenteil, ein gutes Korrekturverhalten und ein selbstkritisches Korrekturverhalten ist immer ein positives Zeichen und auch ein Zeichen für Transparenz und deswegen nicht als Fake News einzusortieren. Und jetzt kommt die Grenze, Fake News sind bewusst gestaltete Desinformation, wo jemand absichtlich irreführende Nachrichten verbreitet, bewusst gestaltete Missinterpretation, wo jemand weiß, dass man etwas zu einer anderen Seite interpretiert, nur um eine eigene Meinung darzustellen, bewusst manipulierte Inhalte, wo jemand also ein Bild oder ein Video aus einem fremden Kontext nutzt, um seine eigene Information zu untermauern, oder halt völlig frei erfundene Inhalte, da sprechen wir vom Fabricated Content. Und diese Felder schauen wir uns jetzt einmal an, weil da gibt es viele Beispiele zu und wie sie auch manipulativ genutzt werden. Ich möchte beginnen mit dem sogenannten Fabricated Content, der in den meisten Fällen absolut unpolitisch ist. Da geht es einfach nur darum, Geld zu verdienen. Wir reden also hier von kommerziell betriebenen Fake News. Das sind, die ihr da seht, sind zwei aktuelle Beispiele, die man sehr häufig auf Social Media sieht. Das sieht dann aus, als ob das irgendwelche Zeitungen oder Medien sind, die verbreiten dann Informationen, wie man doch ganz toll Geld verdienen könne. Und wenn man das anklickt, dann sieht man auch tatsächlich einen Inhalt, der aussieht, als stamme er von einer Medienwebseite. Wir reden da von einem sogenannten pseudo-redaktionellen Inhalt, der letztendlich keinerlei Wahrheitsgehalt tragen muss und auch gar nicht den Anspruch hat, wahr zu sein. Optisch tritt er auf in Form einer News-Webseite, sieht aus wie eine Nachrichtenwebseite. Oft werden da auch Logos geklaut. Wir haben beispielsweise Fälle, wo Armin Wolf dem Standard gegenüber angeblich ein Interview gegeben hat, wo sowohl die Webseite gefälscht ist, als auch das Interview überhaupt nicht wahr ist und Armin Wolf damit gar nichts zu tun hatte. Aber dieser Text frei erfunden wurde, um darin ganz viele Links einzubauen, Werbung zu platzieren, um Menschen in gewisse Programme zu locken, wo sie Geld investieren. Hier sprechen wir tatsächlich vom sogenannten Fabricated Content. Ich möchte euch einmal kurz zeigen, wie so etwas abläuft. Also man findet auf Social Media so ein Vorschaubild. Hier sehen wir
auf Facebook, da wird dann behauptet, Günther Jauch hätte ein Finanzsystem entwickelt, wo man viel Geld bekommen könne. Und darunter steht da Welt.de, also eine Zeitung aus Deutschland. Klickt man das an, sieht man einen pseudo-redaktionellen Artikel, also dass man meint, sich auf einer Medienwebseite zu befinden, sieht diverse Logos, aber das ist halt alles gefälscht. Und darunter ist dann ein Interview mit Günther Jauch, wo er dann erklärt, wie man Geld verdienen könne. Dieses Interview ist frei erfunden, aber da sind dann halt immer diverse Links eingebaut zu einem Trading-System, einem Bitcoin-System, wo man halt mindestens 250 Euro als Start investieren muss. Und darin liegt das Ziel des Ganzen. Diese gesamten Falschmeldungen sind so aufgebaut, dass man am Ende davon überzeugt ist, auch mit Hilfe dieser Prominenten, dass man hier etwas investieren soll. Das Geld ist weg. Diese Plattformen, die sind absolut unseriös. Da kann man dann das Geld auch anschließend nicht mehr bekommen und man verliert halt Geld. Das ist die eine Seite. Hier sind wir im unpolitischen Bereich. Da hat halt jemand Fake News gebaut, um Geld zu verdienen. Die politische Seite sieht wiederum anders aus und da wird es dann halt gefährlich. Das sind die ideologischen. Ja, bitte? Entschuldigung, im Chat ist quasi die Bitte herangetragen worden, eine kurze Pause zu machen. Wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für dich auch, oder? Wir können jederzeit eine Pause machen. Ich muss gerade schauen, denn wir haben noch einige Folien. Wir sind bei Viertel nach elf schon. Ja, geht sich aus. Ich werde gleich ein, zwei Folien überspringen, die nicht ganz so eine große Relevanz haben. Das geht sich alles aus. Wir kommen bis 12 Uhr. Super. Dann wäre mein Vorschlag bis 11.20 Uhr Pause und dann geht's weiter. Ja, alles klar. Perfekt. Dann schöne Pause und gute Erholung. Ich hoffe, ihr habt alle eine erholsame Pause hinter euch. Elisabeth, du hast die Hand gehoben. Wolltest du was sagen oder fragen? Wenn dem nicht so ist, geht's weiter mit dem zweiten Teil und dem André. Sehr gut. Wir kommen jetzt wirklich zu den politisch motivierten Falschmeldungen und dem Bereich der manipulierten und absichtlich falsch interpretierten Inhalte. Wir reden dort von Hybridfälschungen. Also Hybrid bedeutet, dass ein Teil wahr ist und ein Teil falsch. Deswegen kann man nicht immer genau sagen, das ist alles fake, sondern man hat gewisse Kernwahrheiten und die werden halt falsch aufbearbeitet. Das ist so ein typisches Video gewesen. Das Video an sich ist echt. Man sieht, wie eine Gruppe junger Männer eine junge Frau angeht, sie hinter diese Betonpfeiler auch zieht. Und dazu gab es dann die Behauptung, Mädchen überfallen, begrapscht, geschlagen von muslimischen Migranten in Österreich. Ist Quatsch. Das Video stammt aus Prag. Eine Überwachungskamera hat da ein Drogendelikt aufgenommen und mehr sieht man da nicht in dem Sinne. Also hier wurde absichtlich ein Bild, ein Video in einen falschen Kontext gesetzt. Warum das politisch relevant ist, konnte man genau sehen. Während der Brexit-Abstimmung hat die Partei Britain First, eine rechtsextreme britische Partei, die natürlich für den Ausstieg war, das Video genutzt, um zu zeigen, wie schlecht Europa ist und hat genau diese Behauptung weitergetragen. Man sieht auch, über 100.000 Menschen haben sich das angeguckt, also das ist schon nicht wenig letztendlich. Es gibt noch andere Stellen, wo das war, letztes Jahr speziell während der Klimademos, wurde immer Jugendlichen nachgesagt, sie hätten viel Müll hinterlassen. Da gab es dann diese Pseudobeweise. Das ist ein Foto auf der linken Seite. Da freuen wir Faktenchecker uns immer tierisch drüber, weil diese Fotos unheimlich viele kleine Details haben, woran man erkennen kann, wo es herstammt und wo man dann den wahren Hintergrund erkennen kann. Also was hier angeblich eine Klimademo sein soll, man kann lesen, man sieht hinten eine Bahnhofsstation oder überhaupt eine Station mit dem Namen Stadelhofen. Das heißt, man kann ganz toll gucken, wo gibt es die? Wir haben dann rausgefunden, Zürich. Dann fängt man an zu verifizieren, also zu schauen, ob das auch wirklich eine Station in Zürich ist. Wie macht man das? Man macht Google Maps auf, Google Street View auf und ruft diese Stelle auf. Und tatsächlich kann man erkennen, das ist dann das Bild auf der rechten Seite, ja, es ist dieselbe Station. Und jetzt, wo wir verifiziert haben, dass der Ort gefunden wurde, geht es darum zu gucken, warum liegt dort so viel Mist rum? Und da findet man dann heraus, das ist ein Foto, was bereits 2016 aufgenommen wurde und nach der Street Parade, also einer Musikparade, aufgenommen wurde. Und hier sieht man, nein, es war nicht Klimademo, sondern etwas ganz anderes. Also haben wir auch hier wieder eine Hybridfälschung. Das Foto ist echt, aber der Text dazu ist falsch. Damit wird halt häufig manipuliert, dass Videos und Fotos in einen falschen Zusammenhang gesetzt werden. Kurz noch der Schwenk auf das Clickbait, weil das Clickbait ist wichtig. Das ist der Lockstoff des Internets letztendlich. Man kann nicht clickbaiten.
Letztendlich versucht man immer, seine Inhalte beim Clickbait so optimal wie möglich auf Social Media zu streuen. Und das macht man, indem man die sogenannte Snippet-Funktion, also diese Vorschaufensterchen, die wir auf Social Media sehen, optimal gestaltet. Mit einem griffigen Bild, mit einem starken mit einer starken Schlagzeile. Und daraus entsteht halt dieses Clickbaiting. Wie sehen diese Snippets auf Social Media aus, also diese Vorschaufunktion? Die sieht man auf verschiedenen Plattformen unterschiedlich. Die gibt es beispielsweise auf WhatsApp. Das ist dann linksseitig zu sehen. In dem Moment, wo ich einen Link einfüge und den absende in meine Nachricht, wird dieses Vorschaufenster gestaltet, immer aus einem Bild, einer Schlagzeile und einem Untertitel. Das Gleiche gibt es, wie man mittig sieht, auf Twitter oder auch rechtsseitig auf Facebook. Die Funktion ist immer identisch. In dem Moment, wo man einen Link einbaut, holt sich die Plattform, also die Social-Media-Plattform, von der verlinkten Webseite die Informationen, was angezeigt werden soll. Und daraus entsteht halt das Clickbaiting. Clickbaiting bedeutet ein Klickköder, also man hat eine reißerische Überschrift, die eine Neugier erweckt und mit Hilfe auch gerne von grafischen Elementen wie Kreisen und Pfeilen will man die Menschen dazu animieren, diesen Link anzuklicken. Es wird also ein Bedürfnis aufgebaut, den verlinkten Inhalt anzuklicken. Das ist jetzt nicht schlimm, muss ich dazu sagen. Wir selber bei Mimikama sind ja auch darauf angewiesen, Clickbaits in gewissem Sinne aufzubauen. Es kommt immer nur darauf an, wie sehr der Inhalt von dem Clickbait abweicht. Denn wenn ich einen tollen Inhalt mache, das sage ich auch immer, wenn ich diesen Vortrag vor Journalisten halte, wenn ich einen tollen Inhalt mache, muss ich den auch anpreisen können. Und das kann ich halt nur über das Clickbait. Dementsprechend sollte das Clickbait immer so nah am Inhalt wie möglich sein. Denn je weiter er vom Inhalt letztendlich entfernt ist, desto höher ist der Enttäuschungsgrad bei den Leserinnen und Lesern. Wie sieht so ein übersteigertes Clickbaiting aus? Das ist ein ganz tolles Beispiel der Seite Heftig. Heftig wurde verkauft, weil sie extrem gut waren im Clickbaiting. Die waren einfach die Meister damals. Und da ist wirklich alles in diesem Bild drin, was Clickbaiting braucht. Es gibt eine Überschrift, die Emotionen hervorruft, nämlich niemand darf die Wohnung der alten Frau betreten. Alte Frau, da sind wir gleich wieder, haben wir ein Bild im Kopf, wir sind wieder beim Thema Framing. Eine hilflose alte Dame, was ist denn da passiert? Und als sich die Nachbarin schließlich Zutritt verschafft, wird ihr klar, warum. Zack, die Neugierlücke ist aufgebaut, denn wir wissen nicht, was passiert ist. Wir haben dazu ein Bild mit einem roten Pfeil. Ganz spannend, der rote Pfeil zeigt auf irgendeine Wohnung. Es kann uns in Wirklichkeit völlig egal sein, auf welche Wohnung der zeigt, weil es gar keine Relevanz hat. Und jetzt kommt ein ganz tolles Element. Auf der rechten Seite des Bildes sieht man einen Kühlschrank angedeutet. Warum? Man weiß es nicht, denn man sieht auch nichts in den Kühlschrank, aber man hat das Bedürfnis, mit dem Kopf quasi in das Bild zu steigen, um nach rechts zu schauen, was in dem Kühlschrank ist. Das ist perfektes Clickbaiting, was wir hier sehen. Jetzt gibt es nur ein großes Problem an der Stelle. Ich kann euch nicht sagen, was hinter dem Artikel steckt, denn Heftig wurde, wie gesagt, aufgekauft. Der Artikel existiert nicht mehr und ich habe irgendwann eine Resistenz gegenüber solche Überschriften entwickelt und nie gelesen, was dahinter steckt. Also insofern müssen wir es einfach hinnehmen, aber es ist ein Paradebeispiel für Clickbait. Das Clickbaiting wird natürlich woanders auch verwendet, auch bei seriösen Seiten wie die Welt.de, die dann die Überschrift gesetzt haben, CDU will Parkgebühren für Fahrräder. Ist natürlich Quatsch, hat die CDU nicht gefordert. Im Artikel erfährt man dann, dass es nur eine Person innerhalb einer CDU-Fraktion einer Stadt war und die Fraktion das abgelehnt hat. Also so viel dazu. Aber noch stärkeres Clickbaiting, wir kennen alle die OE24, die das tagtäglich machen. Und hier haben wir eine Überschrift, Ranking 2018, Mohammed in Berlin, der beliebteste Vorname. Die Überschrift ist schlichtweg falsch. Sie stimmt nicht, sie ist reines Clickbaiting. Man regt sich darüber auf, man liest, man nimmt Informationen aus einer Überschrift, die nicht stimmen. Denn die Wahrheit ist, Mohammed ist der beliebteste Vorname aller arabischen Vornamen in Berlin. Und insgesamt nur Platz 25 aller beliebtesten Vornamen. Also hier wird durch die Verkürzung etwas Falsches weitergegeben. Clickbaiting ist etwas, das ist nicht neu. Das gibt es auch nicht erst seit dem Internet, sondern ist etwas, was wir aus der Yellow Press kennen. Also die ganzen Klatsch- und Tratsch-Zeitschriften machen das seit jeher. Da kommt dann irgendwie ein Bild, eine irreführende Schlagzeile nach vorne und dann heißt es weiterlesen auf Seite 6. Das Clickbaiting ist nichts anderes als dieses Weiterlesen auf Seite 6, nur eben digital.
noch kurz auf die OE24 zurückzukommen. Die Kollegen von Weiß haben damals analysiert, wie die Clickbaitings bei der Österreich aussehen. Und sie haben gemerkt, ja, die Österreich lässt sehr gerne mehrfach im Jahr die Erde untergehen. Hitler geht auch immer in verschiedenen Farbgebungen und natürlich irgendwelche mysteriösen Sachen. Hier habe ich meinen roten Pfeil an die mysteriöse Geschichte unten rechts gemacht, also den Monsterkraken auf Google Earth, um euch zu zeigen, was dahinter steckt. Denn dieses Monsterkraken ist in Wirklichkeit nichts anderes als dieser Fels, der bei der Antarktis aus dem Wasser ragt und auf dem Satellitenbild eben wie so ein Kraken aussieht. Genauso funktioniert Clickbaiting und genauso wird man dadurch auch natürlich manipuliert letztendlich. Kommen wir auf eine aktuelle Sache zur Corona-Krise, weil hier haben wir wirklich ein ganz interessantes Phänomen. Alles, was in den letzten Jahren so passiert ist, passiert jetzt gerade nur auf einem stark komprimierten Zeitraum. Wir haben einen Zeitraum von 8 Wochen, wo alle diese Methoden, alles, was schon mal da gewesen ist, auf einmal einschlägt. Und was ganz neu dazugekommen ist, viele, viele Falschmeldungen werden aktuell über die Messenger verteilt. Wir haben also früher gesehen, auf Facebook gab es viele Falschmeldungen, es gab viele Falschmeldungen auf Twitter und jetzt sind auf einmal die Messenger in den Vordergrund gerückt. Warum die Messenger? Ganz einfach, weil hier ganz gewisse Mechanismen greifen. Wir haben einmal den Mechanismus der Vertraulichkeit. Jemand, der mir über den Messenger etwas sendet, den kenne ich. Die Person habe ich eingespeichert. Ich weiß, wer dahinter steckt. Ich habe ein Gesicht vor Augen, wenn ich einen Text lese. Ich höre vielleicht sogar die Stimme im Hinterkopf, wenn ich den Text mir durchlese. Gleichzeitig sind Messenger geschlossene Medien. Also von außen kann niemand in meinen Chat mit einer Person hinein und vielleicht sagen, du, das stimmt nicht so genau, was du da geschickt bekommen hast oder da Einfluss drauf nehmen. Gleichzeitig gibt es keine Kontrollfunktion auf Messengern. Wenn man bei Facebook beispielsweise guckt, die sind dazu hinübergegangen zu labeln. Also sie markieren Falschmeldungen oder weisen darauf hin, dass etwas falsch sein könnte. Das ist in Messenger nicht so. Also Falschmeldungen, die über Messenger verbreitet werden, sind dementsprechend wesentlich gefährlicher, als wenn sie über öffentlichere Plattformen verbreitet werden. Wir haben in den letzten 8 Wochen oder 10 Wochen sind schon bald ein Eskalationsstufenmodell beobachten können. Also Falschmeldungen sind wesentlich gefährlicher geworden oder haben an Dramaturgie zugenommen in den letzten Wochen. Und hier sind wir wieder bei dem Punkt, wer ist es, wer Falschmeldungen verteilt? Denn in einer ersten Eskalationsstufe, die im Februar und Anfang März war, haben wir gesehen, es sind viele Kettenbriefe unterwegs gewesen, viele Beobachtungen oder viele Sachen, die falsch beobachtet wurden, einfach weitergegeben wurden. Teilweise waren Influencer dabei, wie hier die Carmen Geis, die einen alten Kettenbrief verbreitet hat und behauptet hat, das Coronavirus würde durch angeschnittene Zwiebeln beseitigt werden können. Man müsste nur in die Wohnung Zwiebeln hinlegen und dann würde sich das Virus dort festsaugen. Das war halt so die Zeit Februar, März und hier waren halt viele Kettenbriefe unterwegs, viele Munkeleien unterwegs, aber auch Satiren und Trollereien unterwegs. Wie gesagt, Trollereien sind immer ein Bestandteil zu jeder Art von Menschen, die unterwegs sind. Man zieht halt viele Sachen einfach ins Lächerliche. Aber in dieser ersten Eskalationsstufe waren es halt hauptsächlich harmlose Falschmeldungen, die unterwegs sind, in Anführungszeichen. Es gab dann eine zweite Eskalationsstufe, die gab es dann ab Mitte März. Da tauchten dann sehr viele tendenziöse YouTube-Videos auf. YouTube-Videos, in denen vornehmlich auch Wissenschaftler und Ärzte befragt wurden, die ausgesucht wurden, weil sie bewusst eine konträre Meinung entgegen der langläufigen Wissenschaftlermeinung hatten. Hier war ganz besonders Wolfgang Wodak anfangs mit stark involviert. Das war nicht falsch grundsätzlich, was er gesagt hat. Er hat viele Sachen gesagt, die waren richtig, die waren Basiswissen, die waren völlig korrekt. Aber seine Interpretationen haben sich halt letztendlich als falsch herausgestellt und seine Voraussagungen dazu und diverse andere Vergleiche waren nicht so ganz korrekt. Aber man muss halt wissen, dass Wissenschaftler sich einander auch widersprechen. Das ist halt, was bei weiten Teilen der Bevölkerung nicht angekommen ist, dass zwei Wissenschaftler durchaus konträre Meinungen haben können. Und das haben sich alternative Medien zunutze gemacht und überhäufig viel diese konträren Meinungen dargestellt, sodass es aussah, als sei das die gängigen Meinungen. Auf der linken Seite nur kurz haben wir einen italienischen Arzt, der hat behauptet, dass es keine Corona-Toten geben würde.
Zu dem Zeitpunkt, als er das behauptet hat, war das durchaus noch okay, denn das hat er Mitte Februar behauptet. Das Problem ist, das Video ist Mitte März richtig populär geworden und da war das natürlich falsch zu dem Zeitpunkt, aber man hat halt seine alten Aussagen genommen, um zu zeigen, hier ein Arzt würde das behaupten. Das war halt die zweite Eskalationsstufe, die bis heute noch reinwirkt. Also wir haben viele, viele Videos auf YouTube, teilweise auch aus anonymen Quellen, die halt irgendwie konträre Meinungen publizieren, wo man halt nicht sagen kann, das ist fake, sondern wo man halt genau sich hinsetzen muss, dass das analysieren muss und schauen muss, was steckt dahinter. Jetzt gab es eine dritte Eskalationsstufe, die man genau auf das Wochenende 2., 3. April datieren konnte. Die hat da begonnen. Warum? Das lässt sich wahrscheinlich damit beantworten, dass Xavier Naidoo auf einmal über seinen Telegram-Kanal Verschwörungsmythen verbreitet hat. Und diese dritte Eskalationsstufe reicht auch bis heute hin und darin sind viele Verschwörungsmythen unterwegs. Wir haben auf einmal das sogenannte QAnon überall. QAnon ist eine Bewegung aus den USA, sollte ursprünglich angeblich jemand sein aus Regierungskreisen, der geheime Informationen geleakt hat auf Social Media. Letztendlich kann QAnon jeder sein. Diese Informationen, die man über diese Kanäle kriegt, diese mannigfaltigen Kanäle, sind halt sehr interpretativ. Die treffen auch in den meisten Fällen nicht zu. Letztendlich kann das halt jeder sein. Aber diese Verschwörungsmythen, die werden im Moment verbreitet und die wirken auf der Metaebene. Das heißt, es gibt diese große QAnon-Geschichte um Eliten, die Kinder in unterirdischen Gefängnissen gefangen halten, um ihnen ein Hormon abzunehmen, was sie selbst brauchen, um jung zu bleiben. Das sind uralte Mythen, die basieren auf den Judenverschwörungen, dass Juden Kinder essen würden. Im Mittelalter war das schon verbreitet. Die sind jetzt adaptiert worden und werden jetzt auf Eliten umgemünzt. Und das wiederum steht auf einer Metaebene mit Regierungen. Das heißt, hintenrum werden hier Regierungen und auch Strukturen innerhalb der Regierung angegriffen, die dann als Eliten dargestellt werden, die darin ja mit involviert sein. Das sind halt diese gesamten QAnon-Geschichten. Da gibt es noch viele mehr. 5G-Mythen, dass beispielsweise das Virus selbst aufgrund von 5G entstehen würde. Da wird dann bewusst der infrastrukturelle Ausbau von 5G gehemmt. Oder halt, dass Bill Gates uns alle impfen will und wir würden dann irgendwelche Chips implantiert bekommen. Das sind halt diese Mythen, die seit Anfang April unterwegs sind. Und jetzt haben wir die vierte Eskalationsstufe und die ist die wirkliche gefährliche. Die vierte Stufe bedeutet, dass diese Mythen und die Falschmeldungen aus dem Netz auf einmal in die Realität übertragen werden. Und da gibt es seit Mitte April natürlich viele, viele Indizien für diese vierte Stufe. Also beispielsweise wurden 5G-Masten in Großbritannien und in den Niederlanden zerstört aus Angst vor dem Virus, weil die Viren verbreiten sollen. Telekommunikationsmitarbeiter wurden angegriffen und mit Gegenständen beworfen oder gar mit dem Tod gedroht. In Deutschland, das ist jetzt letztes Wochenende erst gewesen, Menschen haben sich geweigert, Masken aufzusetzen. Daraufhin musste in einem Supermarkt die Polizei geholt werden. Das eskalierte so weit, dass diese beiden Männer die Polizisten krankenhausreif geschlagen haben. Die waren also daraufhin dienstuntauglich. Wir sehen die Demos auf den Straßen, die von Woche zu Woche größer werden, wo auch Falschmeldungen wirklich propagiert werden, wo Menschen rumlaufen und sagen, kein 5G oder wir wollen nicht geimpft werden von Bill Gates, wo genau diese Mythen aus dem Netz auf die Straße getragen werden. Und das ist diese vierte Stufe, in der wir uns gerade befinden und deswegen ist das halt so unheimlich gefährlich, weil die angetrieben wird von Mythen. Hier nochmal kurz die Übersicht zu dem Ganzen. Und deswegen ist diese gesamte Corona-Krise gerade so beispielhaft für alles, wie man Menschen beeinflussen kann, weil hier wirklich alle Formen der Desinformation zusammenkommen. A, dieses Phänomen, dass Menschen sich warnen wollen lediglich, was eigentlich eher harmlos ist. B, das Phänomen der Trollerei, wo bewusst Falschmeldungen aufgestellt werden, um zu ärgern. Aber auch C, das Phänomen der politischen Manipulation, wo jemand definitiv einen Umsturz herbeiführen will. Ach ja, liebe Grüße, heute ist 15.05., die neue Weltordnung tritt in Kraft, ist einer der vielen Mythen, dass am 15.05. gewaltsam
Woran erkennen wir viele Sachen und woran bemerken wir, dass da Falschmeldungen da sind? Also es sind nicht nur Framing und Narrative, die man erkennen muss, sondern auch Details in Bildern. Wir hatten ja eben schon so ein Detailbild und es gibt sehr häufig Fotos und Videos, wo man auf Details einfach achten muss. Und ein ganz tolles Beispiel ist dieses Bild hier. Das dürfte den meisten Menschen noch im Kopf sein. Das ist jetzt genau ein Jahr ungefähr her, die Ibiza-Geschichte. André, entschuldige, ich war nur ganz kurz quasi mit meiner Verbindung weg, deswegen bin ich ein bisschen zu spät mit meinen Fragen, die ich jetzt stelle, nämlich aus dem Chat, genau zu dieser dritten und vor allem vierten Stufe. Und ja, sind da zwei Fragen konkret im Chat, nämlich ob quasi diese vierte Stufe in Richtung stochastischen Terrorismus, also bewusst gesteuerte Emotionen, die zu Gewalt führen soll, gehen. Geht das in die Richtung, dass es bewusst gesteuert ist? Wir haben tatsächlich Indizien dafür, dass aus dem nicht-europäischen Bereich tatsächlich gezielt Falschmeldungen nach Europa auch in den deutschsprachigen Raum kommen, um Menschen anzustacheln, auch dazu anzustacheln, dass sie auf die Straße gehen, dass wirklich eine Art Umsturz, zumindest innenpolitische Unruhen erschaffen werden. Und das sehen wir. Wir sehen, dass diese genannten Mythen auf politischer Ebene angekommen sind. Vorgestern hat Deutschland ein Ministerium klar veröffentlichen müssen, so skurril wie es klingt, veröffentlichen müssen auf Facebook, dass 5G keinen Zusammenhang mit dem Coronavirus hat. Das ist eigentlich selbstverständlich. Ja? Der gesunde Menschenverstand sollte sagen, dass Funkwellen kein Virus erschaffen können. Aber die Mythen sind mittlerweile so manifestiert, dass eine Bundesbehörde wirklich schon mittlerweile etwas dazu sagen muss. Und das ist das, was erreicht werden soll. Unruhe, auch ungehorsam in dem Sinne gegenüber Regierungen. Mittlerweile, ich weiß nicht, Attila Hildmann ist vielleicht ein Begriff, der Vegankoch und Unternehmer, der wirklich federführend im Moment in der Szene ist. Der hat auch auf Österreich abgezielt. Er hat letzte Woche auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht, dass nicht menschliche Wesen mit verschiedenen Regierungsschergen, so hat er es geschrieben, zusammenarbeiten, unter anderem mit Angela Merkel, aber auch mit Kanzler Kurz. Das heißt, er behauptet auch, wir in Österreich würden von irgendwelchen geheimen Mächten gesteuert werden. Also die Menschen sind davon überzeugt. Und wenn man sich die Videos und deren Aussagen ansieht, kriegt man Angst. Und das sind wiederum Influencer. Und das geht dann auch auf die Bevölkerung. Und die werden teilweise auch dazu aufgerufen, sich in einen bewaffneten Widerstand zu begeben. Und hast du irgendwelche Tipps oder Ideen, wie man dann am besten gegen die dritte und vor allem gegen die vierte Stufe dann vorgehen kann? Oder was das ist ja das große Problem. Wir haben rausbekommen, dass ein reiner Faktencheck da gar nicht mehr funktioniert. Es reicht nicht, den Leuten zu sagen, du, die Faktenlage sieht anders aus. Wir haben es hier nämlich mit Narrativen zu tun und denen muss man auf narrativer Ebene begegnen. Das heißt, wir können die Fakten nur nutzen und anhand dieser Fakten unsere Geschichten erzählen und verbreiten. Das ist das, was man machen kann. Für Privatpersonen, die in ihrem Bereich auf einmal damit konfrontiert werden, weil vielleicht Freunde oder Familienmitglieder dort reinkippen, gibt es einen ganz großen Tipp, fragt nach dem Beweis. Ja, denn die Verschwörungsmythen wenden einen Trick an, sie beweisen sich nicht, sie verlangen aber, dass man nicht Beweis antritt. Und das kann man eben nicht. Ich kann nicht beweisen, was nicht existiert, denn die sind nicht evidenzbasiert. Dementsprechend lohnt es sich immer zu fragen, wo ist der Beweis? Und nicht sagen, der und der hat das gesagt oder alle reden davon, weil alle darüber reden, das ist kein Beweis. Ja, sondern ein Beweis muss erbracht werden, dass Kinder in Untergefängnissen gefangen gehalten werden, dass am 15.05. deine neue Weltordnung eintritt, dass 5G durch das Coronavirus erschaffen wird. Und das können Verschwörungsmythen nicht. Sie können sich schlichtweg nicht beweisen, weil sie halt Legenden sind. Alles klar, Dankeschön. Gerne. So, bei Details, das ist ein Kapitel, was ich etwas abkürzen werde, auch aus Zeitgründen. Aber ich möchte gerne auf dieses eingehen, weil es eigentlich im Nachgang sehr angenehm unterhaltsam war. Also es ging hier nicht darum zu beweisen, ob dieses Video echt ist oder nicht, das steht völlig außer Frage, sondern wir haben die Frage bekommen, ob das wirklich stimmt, dass man diese Villa mieten konnte. So, dann haben wir geschaut, Airbnb, uns die ganzen Ibiza-Inserate angeschaut und haben dieses Foto gefunden zu einem Inserat und haben gesagt, ja, das könnte es durchaus sein. Jetzt geht man als Faktenprüfer hin und vergleicht, ja, also verifizieren. Man sieht hinten an der Wand den Kasten, ja, passt, ist der gleiche wie im Video. Man sieht den Türdurchgang,
Ja dürfte auch stimmen. Man sieht die Lampe neben dem Türdurchgang auf der rechten Seite. Ja, stimmt auch. Aber ein kleines Detail fällt auf einmal auf, was im Inserat nicht zu sehen ist, und zwar der Lichtschalter. Im Video findet man neben der Tür einen Lichtschalter. Im Inserat ist dort kein Lichtschalter. Und in diesem Moment muss man als Faktenchecker hellhörig werden und sich fragen, warum sind dort Unterschiede? Was ist der Unterschied? Und wir haben dann wirklich geschaut, da ist tatsächlich kein Lichtschalter. Der wurde für das Video angebracht, der hatte gar keine Funktion. Das war eine Überwachungskamera. Das heißt, man hat durch Zufall, durch diese Detailbetrachtung im Video, eine der vielen Kameras gefunden, die in dem Raum angebracht wurden. Und das ist symptomatisch für das, was wir Faktenchecker halt machen, dass wir sagen, wir beobachten Details und analysieren diese Details. Ich werde jetzt ein wenig was überspringen, weil wir in der Zeit wirklich knapp sind. Es geht hier um Details. Das wären noch mehr Beispiele, wie man Details rausfindet. Aber ich möchte die letzte Viertelstunde dazu nutzen, die Suchmaschinenarbeit speziell auf die Bildersuche einzugehen. Wichtig ist noch, wenn ich etwas gesendet bekomme, das möchte ich auch noch kurz anschlagen, dass man schaut, wer steckt hinter der Quelle. Also ich sollte bei Webseiten immer in das Impressum schauen. Ist dort ein transparentes Impressum, ja oder nein? Oder ist dort überhaupt ein Impressum, ja oder nein? Denn man kann die Faustregel nutzen. Ein transparentes Impressum ist immer ein Zeichen für Seriosität. Ein fehlendes Impressum oder ein nicht transparentes Impressum, beispielsweise eine Postadresse, eine Postkasten in Mittelamerika oder Fernost, ist immer ein schlechtes Zeichen. Wenn wirklich eine Seite einen Ansprechpartner bietet, wie zum Beispiel Chefredakteur, einzelne Redaktionsabteilungen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Postadresse, dann ist das immer gut. Das ist ein Zeichen für Seriosität, da kann man sich merken. Transparenz ist hier das große Stichwort und ich möchte nur kurz anmerken, die Kollegin Ingrid Brodnik hat mal einen ganz tollen Satz gesagt, den man sich merken kann. Je mehr eine Webseite behauptet, sie sage die Wahrheit, desto weiter ist sie davon entfernt, speziell wenn sie den Begriff Wahrheit sogar im Namen trägt. Ja? Also wer sagt, ich sage euch die wahre Wahrheit und ich heiße auch die wahre Wahrheit, dann weiß man schon, oh Gott, lieber die Finger davon. So viel dazu, das ist aber ganz wichtig, denn dadurch kann man immer erkennen, wenn es sich um einen anonymen YouTube-Kanal handelt, ist das halt immer ein schlechtes Zeichen. So, ganz wichtig, und da nehme ich mir wirklich vielleicht auch ein paar Minuten, überziehe ich, aber das ist okay in diesem Fall. Wir gucken auf die Suchmaschinenarbeit, denn die ist maßgeblich für den inhaltlichen Gegencheck. Also ich muss mit Hilfe von Suchmaschinen verifizieren können, denn mehr machen wir auch nicht bei unserer Arbeit. Wir gucken, wer hat noch darüber geschrieben, was für Inhalte haben die und wo stammen deren Inhalte mehr her. Dazu muss man halt Suchmaschinen bedienen können. Man kann nicht einfach blauäugig irgendwas reinwerfen und erhoffen, da kommt sofort als allererstes die richtige Information. Das funktioniert leider nicht. Wichtig ist, dass man weiß, wie Suchmaschinen funktionieren. Also alles, was ich in ein Suchfeld eintrage, ist für die Suchmaschine von Bedeutung. Das heißt, wenn ich einen ganzen Satz reinsetze, sucht die Suchmaschine nach jedem einzelnen Wort dieses Satzes. Deswegen ist es wichtig, eine Suchmaschine eigentlich nur mit Schlagbegriffen zu füttern. Diese Schlagbegriffe suche ich heraus aus der Information, die mir vorliegt, die ich ja mit anderen Sachen vergleichen möchte. Was man wissen muss, ist, dass Groß- und Kleinschreibung keine Rolle mehr spielt für Suchmaschinen. Man kann also einfach tippen, wie es einem lieb ist. Gleichzeitig muss man nicht unbedingt auf Rechtschreibung achten, weil mich eine Suchmaschine im Regelfall korrigiert. Aber wichtig ist zu wissen, eine Suchmaschine korrigiert mich dahingehend nach der meistverwendeten Schreibweise. Also es ist schon gut, wenn man Rechtschreibung beherrscht und das richtig schreibt, aber wenn man es falsch schreibt, ist nicht weiter schlimm. Ein Fehler, der gerne gemacht wird, ist, dass man Suchmaschinen etwas fragt. Die Suchmaschine sucht dann interessanterweise nach der Frage und da beiläufig ist dann häufig auch die Antwort. Aber ich sollte eine Suchmaschine immer nur mit den Wörtern befüttern, wonach sie suchen soll. Also ich gebe die Marschrichtung vor. Und da ist es, wie erwähnt, auch ganz wichtig, immer mit wenigen Worten zu beschreiben, dass man die Schlagworte herausfiltert aus einer Information und die dann in eine Suchmaschine schmeißt und dann kriegt man meist die exakten Treffer. Häufig ist es auch so, dass man auf Social Media irgendwelche kleinen Bildchen findet, da ist dann ein Foto eines Politikers drauf und daneben ist ein Satz abgebildet und man empört sich, hat die Person das wirklich gesagt? Das kann man selber prüfen, indem man diesen Satz nimmt und ihn in Anführungszeichen in die Suchmaschine setzt.
nach Möglichkeit, aber bitte ohne Rechtschreibfehler, denn dann sucht die Suchmaschine genau nach diesem Paket und findet alle Stellen im Netz, wo dieses Paket exakt so wiedergegeben wurde. Und dann kann man recht schnell herausbekommen, ob dieser Satz jemals so gefallen ist oder ob da jemand was absichtlich interpretiert hat oder gar was untergeschoben wurde. Letztendlich gibt es dann noch die Möglichkeit, mit einem Minus zu arbeiten. Das heißt, wenn ich bestimmte Suchbegriffe ausschließen will, setze ich vor einem Suchbegriff ein Minus. Aber das spare ich mir an dieser Stelle, das ist nur rein zum Wissen. Was ich anmerken möchte, ist, dass wir Google ein mordsmäßiges Vertrauen geben. Also da muss man vorsichtig sein. Anhand dieser Statistik sieht man, dass wirklich über 90% aller Menschen Google nutzen. Und daraus kommt halt, dass Google sehr viel Vertrauen genießt. Und wir müssen halt wissen, dass es einen Filterblaseneffekt auf Google gibt. Das bedeutet, Google kennt mich als Person. Google weiß, wer da etwas sucht. Und Google filtert dementsprechend bestimmte Suchergebnisse vor. Also das heißt, dass zwei verschiedene Personen, wenn sie denselben Begriff suchen, nicht unbedingt die gleichen Ergebnisse in der gleichen Reihenfolge angezeigt bekommen, sondern Google halt so nach den Interessen dieser Person filtert. Es gibt die Suchmaschine DuckDuckGo beispielsweise, eine Alternative ist das, die ich darin dahingehend empfehle. DuckDuckGo hat diesen Filterblaseneffekt nicht und DuckDuckGo sucht anonymisiert. Also DuckDuckGo weiß nicht, wer sucht, im Gegensatz zu Google, weil es das Netzwerk Tor für die Suche nutzt. Nur das angemerkt. Also wer anonym suchen möchte und nicht, dass die Suchmaschine trackt, wer da sucht, sollte dann DuckDuckGo nutzen. Kurz zu dem Manipulationspotenzial auf Suchmaschinen. Wir vertrauen Google dahingehend zu viel, dass wir meist immer denken, die ersten 7, 8 Ergebnisse wären schon völlig ausreichend. Nein, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man Google beeinflussen kann. Einmal eine offizielle, die man auch kennt, die kein Geheimnis ist. Die obersten Einträge, die ersten zwei, sind meist Werbeplatzierungen. Da hat sich jemand halt die Plätze eingekauft bei Google. Und dann kommt das nächste, die Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, ich kann meine Seite über geschickte Suchmaschinenoptimierung über die Jahre hinweg so optimieren, dass sie immer bei Google zu bestimmten Schlagwörtern oben auftaucht, ohne dass sie eine Relevanz hat. Das heißt, man sollte nicht unbedingt suchfaul sein, sondern gerne auch auf Seite 2, 3 oder 4 schauen, wenn man nach Inhalten sucht. Denn die Suchmaschinenoptimierung ist ein großer Geschäftszweig, damit lässt sich viel Geld verdienen. Und dementsprechend ist es im Interesse vieler Webseiten, immer vorne bei Google zu erscheinen. Ob sie jetzt zu dem Thema wirklich eine wichtige Meinung haben oder eine wichtige Information haben, ist da erst zweitrangig. Also bei der Suche, bei der Recherche durchaus auch Seite 2, 3 und 4 anschauen. André, ja, bitte? Was hältst du von Startpage als Alternative zu Google? Startpage kenne ich jetzt gerade gar nicht, kann ich dementsprechend keine Angabe zu machen. Okay, und wie ist es mit Ecosia und den gepflanzten Bäumen? Ist es wirklich so? Ist es tatsächlich das so, dass die das... ist tatsächlich so, nach eigenen Angaben, und es wurde auch bisher noch nicht widerlegt. Dementsprechend möchte ich es auch nicht als falsch darstellen. Ich muss tatsächlich zu diesen kleineren Suchmaschinen, auch zu DuckDuckGo, leider eine kleine negative Anmerkung machen. Sie sind leider nicht so gut und so effizient wie Google. Ist schlichtweg so. Das ist jetzt keine Nicht-Empfehlung, also man darf sie sehr gerne nutzen, aber für die Recherche gerade und wenn man wirklich ins Detail gehen wird, ist Google leider besser, abgesehen von diesen, man muss halt mit diesen Filterblaseneffekten leben letztendlich, denn die Suchergebnisse sind, ja, man hat mehr Suchergebnisse. Aber die anderen Suchmaschinen sind natürlich gut, wer DuckDuckGo oder Ecosia nutzt, darf das gerne und soll es gerne auch weiterhin machen, ich möchte da garantiert nicht gegenreden. Und im Chat kommt gerade die Info, Startpage nutzt doch Google, anonymisiert nur. Super, wieder was gelernt. Man lernt immer so lange, bis alle Finger gleich lang sind. Machen wir weiter. Rückwärtssuche, die wollen wir nämlich noch mitnehmen. Ganz wichtiges Element, wenn mir jemand ein Bild, die Rückwärtssuche, ja, habe ich alles richtig geschrieben. Wenn mir jemand ein Bild oder ein Video zeigt und dazu einen Text präsentiert, ob das stimmt. Wir haben ja jetzt einige Male gesehen, dass man da ganz toll manipulieren kann, indem man falsche Bilder nimmt. Das kann man mit einer Rückwärtssuche ganz klar rauskriegen, ob das stimmt oder nicht. Das heißt, man nutzt eine Suchmaschine, um herauszubekommen, in welchem Kontext ein Bild bereits benutzt wurde und wie alt das schon ist.
Wir bei der Arbeit nutzen vorbereitend ein Screenshot-Tool, weil sich damit einfacher Bilder abspeichern lässt. Wir nutzen Greenshot, was ich gerne empfehlen möchte. Ich kriege dafür kein Geld, sondern einfach, weil es wirklich ein gutes Tool ist. Man kann mit Greenshot selektive Screenshots machen. Das bedeutet, ich fotografiere Teile eines Bildschirms ab. Es hat eine einfache Menüführung, die mich einfach durch die Menüsparten führt, dadurch zu meinem Ergebnis bringt. Es ist komplett auf Deutsch. Das ist in meinen Augen wichtig, denn es ist manchmal mühsam, sich mit englischen IT-Begriffen abzuquälen. Da ist es dann toll, wenn alles auf Deutsch beschrieben ist. Und für die Arbeit für Präsentationen ist es toll, weil es einen Editor hat, mit dem man rote Markierungen, Pfeile und sonst was machen kann. Also insofern klappt das ganz toll. Ja, es gibt Alternativen wie Snipping Tool Plus, Fraps, Windows Snipping Tool oder den Browser Opera, die auch Screenshot-Tools haben, aber die sind halt nicht so vollumfänglich wie Greenshot. In dem Sinne ist das wirklich klasse. Und jetzt zeige ich euch, wie man mit Greenshot Screenshots macht. Also sobald das Tool installiert ist, hat man die Möglichkeit, über die Screenshot-Taste einen Bereich des Bildschirms zu fotografieren. Also nicht den kompletten, sondern nur einen Teilbereich. Nehmen wir mal an, da ist ein Bild, das möchte ich abfotografieren, um es anschließend in die Suche zu packen. Ziehe ich mit der Maus nur den Bereich über diesen Bildgrau und dann fragt mich anschließend Greenshot, was ich damit machen möchte. Und dann sage ich halt, speichern unter mit Dialog, weil ich ja wissen will, wo ich das abspeichere. Ich habe natürlich noch mehr Möglichkeiten, wie man hier sieht, aber für die Bildersuche eignet sich halt dieses Speichern unter. Und dann öffne ich Google. Ganz klassisch, entweder über den Link, den direkten Link, google.at und dann /image.hp, dann bin ich direkt bei der Bildersuche. Oder ich öffne die normale Google-Startseite und dann habe ich oben rechts den Begriff Bilder stehen, den ich anklicke. Und dann kann die Bildersuche beginnen. In diesem Moment habe ich nämlich ein leicht verändertes Suchfeld. Da ist dann eine kleine Kamera zu sehen. Die muss ich anklicken und dann fragt mich Google, was ich machen möchte. Entweder eine Bildadresse, also eine Bild-URL einfügen oder ein Bild hochladen. Da wir ja gerade einen Screenshot gemacht haben von einem Foto, können wir diesen Screenshot hier hochladen. Und dann rennt Google los und liefert mir die Ergebnisse, wo dieses Bild im Internet noch auftaucht und wann es dort veröffentlicht wurde und in welchem Kontext es steht. Es gibt mehr Möglichkeiten, Bilder bei Google reinzupacken. Es gibt diese sehr komplizierte Möglichkeit des Drag and Drops. Das heißt, ich klicke ein Bild an, habe in einem anderen Fenster Google offen, ziehe das Foto rüber und lasse es in dem Suchfensterchen los. Funktioniert, empfehle ich aber nicht, weil zu kompliziert. Dann halt die Möglichkeit, das temporär gespeicherte Bild, das ist das, was wir uns gerade angeguckt haben, ein Bild abzuspeichern, dort wieder neu hochzuladen. Oder aber für die ganz Faulen, und das funktioniert auch wunderbar, wenn man den Browser Chrome von Google nutzt und mit der rechten Maustaste auf ein Foto klickt, kommt ein kleines Dialogfeld und da steht dann drin, mit Google nach Bild suchen. Und dann kommt man auch auf die Ergebnisse. Noch als Anmerkung, es gibt andere Suchmaschinen, Bildersuchmaschinen, klassischerweise TinEye, die nur auf Bildersuche spezialisiert ist, ist aber leider nicht ganz so vollumfänglich wie Google. Und das lege ich bei der Faktensuche jeden ans Herz, die russische Suchmaschine Yandex mit der Adresse yandex.com, nicht yandex.ru, da ist alles auf Russisch, sondern com, dann hat man es Englisch. Warum Yandex? Ganz einfach, Yandex hat einen Suchkatalog, der sehr stark auf russische Seiten eingeht, was Google manchmal nicht hat. Also wenn man bei Google nichts findet in der Bildersuche, kann es sein, dass man bei Yandex was findet. Also ergänzen sich diese beiden Suchen letztendlich. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben. Es blinkt wieder oben beim Chat. Haben wir noch eine Frage? Nein, ich habe nur parallel die Links hineingetan. Super, perfekt, ich danke dir. Dann gehe ich jetzt nämlich zu den Filtern über, denn das Problem bei der Suche ist, dass man, wenn man einen Text sucht oder wenn man Bilder sucht, man unwahrscheinlich viele Ergebnisse bekommt. Und diese Ergebnisse müssen wir filtern. Gerade beim Faktencheck oder bei der Suche nach der ältesten möglichen Quelle setzen wir den Zeitfilter ein. Also was machen wir beim Faktencheck? Wir suchen nach der Ursprünglichkeit, also die älteste findbare Stelle. Und bei der Stelle ist der Verfasser oder die Quelle seriös. Wir gucken bei diesem Zeitraum, wer hat noch darüber geschrieben und hat jemand überhaupt wie Mimikama, also als Sekundärquelle, darüber geschrieben. Bei Bildern ist es bei den Ergebnissen sehr wichtig, dass man schaut, ob es sich bei den Ergebnissen nur um einen Bildausschnitt handelt oder um das volle Bild.
und man bewertet die Auflösung eines Bildes. Das heißt, wenn ich unter meinen Suchergebnissen Bilder habe mit 320 mal 240 Bildpunkten, ist das natürlich schlechter, als wenn ich Ergebnisse habe mit 1800 mal 1200 Bildpunkten. Also darauf muss ich schon achten. Wie die Filter aussehen, sieht man hier. Man schaltet so einen Filter ein, indem man rechts unten unter der Suchleiste auf den Begriff Tools klickt. Und bei uns, bei der Suche, ist hier der Zeitfilter ganz wichtig. Also ich muss suchen, wann die älteste Stelle aufgetaucht ist. Und da ist der Zeitfilter mit dem Begriff Zeitraum festlegen unser wichtiger Filter. Wenn ich das anklicke, sieht das entsprechend so aus. Dann fragt mich Google danach, ob ich einen Zeitraum definieren möchte. Und jetzt geht's los. Man fängt an, am Anfang an mit dem Abschätzen. Das heißt, man sagt, okay, suche mir in einem Zeitraum, der in der Vergangenheit liegt von, ich sag mal 1970, weil da gab es das Internet in diesem Umfang noch nicht, bis hin zu, wo ich weiß, dass es vielleicht so sein könnte. Also wer nach dem Begriff Mimikama sucht und wissen möchte, wann der Begriff Mimikama zum ersten Mal im Internet aufgetaucht ist, setzt den Suchfilter zwischen 1970 und beispielsweise 2013, weil man weiß, Mimikama ist irgendwie so 8, 9 Jahre alt. Jetzt werden alle Suchergebnisse, die nicht in diesen Zeitraum fallen, auch nicht mehr angezeigt. Und dann bekommt man halt die Ergebnisse, so wie hier aufgelistet, 2012, 2012. Und jetzt weiß man, aha, 2012 gab es das Ganze schon. Und jetzt macht man den Filter nochmal kleiner. Man geht wieder hin und sagt, such nicht zwischen 1970 und 2013, sondern zwischen 1970 und 2012. Und man bekommt immer weniger Ergebnisse. Das macht man so lange, bis nur noch 2, 3 Ergebnisse da sind. Und dann hat man die älteste findbare Stelle. Genauso macht man das natürlich auch bei Bildern. Und dann guckt man sich an, wann, wie alt sind die Bilder, in welchem Kontext sind die und passt das, was mir heute gesagt wurde, als Information dazu. Und so kriegt man halt heraus, ob ein Bild in diesen Kontext gehört oder nicht. Sehr ähnlich funktioniert die Videosuche. Es gibt einmal eine automatisierte Videosuche von Amnesty International, den sogenannten YouTube Data Viewer. Der kann leider nichts anderes als YouTube-Videos analysieren, wo man schnell an den Grenzen letztendlich ist. Aber ich zeige trotzdem, wie der funktioniert. Der YouTube Data Viewer von Amnesty International fragt ebenfalls nach einer Adresse. Da packt man einen YouTube-Link rein. Und jetzt geht der los und guckt halt, wo dieses Video schon aufgetaucht ist und in welchem Kontext. Was macht der YouTube Data Viewer? Der macht nichts anderes als Standbilder. Das heißt, er zerschneidet scheibchenweise so ein Video, vornehmlich in den ersten 10 Sekunden, und fragt uns dann, welches dieser Bilder, wir in die Bildersuche bei Google schmeißen wollen. So, und jetzt kommt ein interessanter Punkt. Wenn wir ein Screenshot-Tool haben, wie Greenshot, können wir das mit jedem x-beliebigen Video auf jeder x-beliebigen Seite machen. Der Trick ist nämlich, man startet das Video und innerhalb der ersten 7 Sekunden macht man einen Screenshot von dem Video und dieses Bild schmeißt man dann ganz normal über die Bildersuche in die Google-Bildersuche rein und funktioniert halt da genauso. Und so kriegt man heraus, wo Videos noch genutzt werden, wann sie ursprünglich aufgetaucht sind und in welchem Kontext sie aufgetaucht sind. So funktionieren halt die Suchen, die vergleichende Arbeit, und über diese Methoden kriegt man halt raus, ob ein Inhalt halt gefälscht ist oder wirklich so, wie in seinem ursprünglichen Zustand belassen wurde. Ich bin an dieser Stelle durch. Ich glaube, das war eine Punktlandung. Ich bedanke mich bei euch an dieser Stelle und gebe halt die Kamera und die Mikros frei für Fragen. Lieber André, vielen herzlichen Dank. Tatsächlich eine Punktlandung. Die Kirchenglocken läuten, es ist 12 Uhr. Gibt es noch Fragen in der Runde? Gerne auch das Mikrofon entmuten und selbst stellen oder in den Chat schreiben. Dann bin ich weiterhin euer Sprachrohr. Alle wunschlos glücklich, wie es mir scheint. Ja, grundsätzlich, das biete ich nach so einem Online-Vortrag immer an. Ich bin ja nicht weg. Mimikama hat ja ein transparentes Impressum und E-Mail-Adressen. Also wer Fragen hat, darf die auch gerne per E-Mail oder sonst wie an mich stellen. andre@mimikama.at. Ich gehe da gerne noch drauf ein. Man muss das natürlich sacken lassen. Das waren jetzt viele Bilder, viele Eindrücke. Und manchmal kommt man nicht direkt auf was. Und dann kommt halt im Nachhinein, ach, das hätte ich gern fragen wollen. Ich bin ja noch da. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Ja. Entschuldigung. Ich hätte eine Frage, und zwar für die Videos. Gibt es
neben dem YouTube Data Viewer auch noch irgendein anderes Tool, um Videos zu kontrollieren? Oder ist tatsächlich der MSD Data Viewer der einzige? Mir ist bisher kein zweites Tool bekannt, was das kann. Und wie gesagt, der YouTube Data Viewer ist auch nur sehr beschränkt, weil er nur YouTube-Videos auslesen kann. Deswegen, die Empfehlung ist wirklich, versucht das mit, mit dem Screenshot-Tool und übt einfach mal. Man macht das Internet damit nicht kaputt. Wenn man mal ein Video ablaufen lässt, gerne auf Facebook oder auf Twitter, einfach starten und dann bei Sekunde 3 oder Sekunde 4 das Ding aktivieren. In dem Moment bleibt das Video stehen. Das Tool ist so entwickelt, dass es den Bildschirm in dem Moment einfriert und man in aller Ruhe mit der Maus darüber ziehen kann und den Videobereich abfotografieren kann, abspeichern, Google Bildersuche aufrufen, das Bild hochladen und dann sagt Google, ob es weiß, wo dieses Video noch überall aufgetaucht ist, wie alt das Video ist und in welchem Kontext das war. Super, vielen Dank. Die Maria hat die Hand gehoben. Maria, du hast eine Frage. Ja, hallo. Was ich noch Frage habe, ist, werden die Recherchen von den Mimikawa-Mitarbeitern dann auch gegengeprüft, bevor die veröffentlicht werden? Im Regelfall ja. Also wir prüfen einmal schon intern, wir haben ein Redaktionsteam, wo die Inhalte schon besprochen werden. Also wir haben diese 30 Personen, die recherchieren. Also unser Ablauf ist so, wir kriegen eine Anfrage von den Menschen, von Menschen auf Social Media. Das geht in unser Rechercheteam. Dort wird zusammengetragen und schon geschaut, was gibt es dazu. Das wandert dann in eine kleine, engere Recherchegruppe. Dort wird nochmal gegengecheckt, die Ergebnisse. Da werden sie dann wird aufgeteilt, wer dazu einen Artikel schreibt. Die wandern wiederum zurück, in eine Lektorengruppe, aber werden auch nochmal kurz überlesen und kontrolliert, ob wirklich alles da ist. Wir haben dazu eine eigene Redaktionslinie. Wir nehmen Sachen oder wir Sachen müssen beliebig replizierbar und hinreichend beweisbar sein. Das heißt, alles, was wir schreiben und was wir zeigen, muss durch Leserinnen und Leser nachvollzogen werden können. Also man muss die Links, die Quellen nachvollziehen können, die wir nutzen. Das heißt, wir betten sie auch immer ein. Und wenn wir, über irgendwelche Fallen wie Profilviewer oder über Viren schreiben, muss man sehen können, wo die herstammen und dass die auch wirklich unterwegs sind, beziehungsweise Quellen müssen immer nachvollziehbar sein. Theresa, du hast vorher dein Mikro entmutet und hast schon angesetzt zu fragen, habe ich beobachtet. Habe ich recht gehabt? Nein, ich wollte nur zuerst die anderen kurz fragen lassen und habe mir auch noch überlegt, wie ich meine Frage stelle. Weil es recht lustig ist, weil ich nämlich euren Vortrag in einer Facebook-Gruppe geteilt habe, in einer Lehramtsgruppe und halt empfohlen habe, dass man sich damit beschäftigt, auch Schülerinnen, Jugendliche davor zu schützen und gleich einen Angriff, also nicht Angriff, aber eine Kontra bekommen habe. Man weiß ja nicht, wo das Coronavirus herkommt und deswegen sollte ich als Lehrperson diese Frage nicht beantworten. Ich habe jetzt währenddessen schon recherchiert und habe von Mimikama auch schon einen Artikel gefunden. Das heißt, diese Frage übrigt sich für mich, aber ich wollte trotzdem irgendwie nochmal die Bestätigung vielleicht für mich holen, dass es sehr wohl okay ist, das festzustellen. Dazu kann ich noch eine Anmerkung auch machen. Wir haben das Problem auf Media des Nichtwissens. Es gibt einmal, der Florian Aigner hat das ganz toll beschrieben, es gibt einmal das gute Nichtwissen und das schlechte Nichtwissen. Wir wissen auch nicht, wo das Virus herkommt. Aber wir sagen das, ja, das ist das gute Nichtwissen. Wir lassen uns darauf ein und sagen, wir sind offen für neue Zahlen, die kommen, für neue Recherchen, die kommen und wir geben halt zu, dass man solche Sachen beispielsweise nicht weiß. Das schlechte Nichtwissen ist wiederum das, dass man behauptet, ja, das kommt da und daher und wenn man dann widerlegt wird, trotzdem noch daran festhält. Also man weiß es zwar nicht, aber man behauptet es zu wissen. Und da muss man halt groß unterscheiden. Und das merkt man gerade sehr häufig, gerade zum Coronavirus, dass es die einen gibt, so auch wie Christian Drosten, der ganz klar sagt, es kann sein, dass ich mich morgen revidiere, was ich als gut übrigens ansehe, das, was seine Kritiker ihm vorwerfen, dass er schon ein paar Mal falsch gelegen hat. Ja, sicher hat er das. Er hat am nächsten Tag dann gesagt, das, was ich gestern gesagt habe, musste ich auf neuer Zahlen jetzt revidieren. Das ist ein gutes Zeichen. Ne? Denn nur so kann man sein eigenes Nichtwissen voranbringen. In der Zwischenzeit habe ich auch einen Link in den Chat gepostet mit einem Überblick über unterschiedliche Faktenchecks rund um Corona, wo es sehr häufig auch Mimikama verlinkt ist. Das heißt, da kann man auch gut nachschauen.
Weil die Fragen auch ein paar Mal im Chat gekommen sind, ja, ihr bekommt die Präsentationsfolien von uns zugeschickt. Das heißt, das auf jeden Fall. Gibt es jetzt noch irgendwelche Fragen? Ich schaue in die Runde. Ansonsten sage ich, vielen Dank, André, für deine Ausführungen. Wer von dir nicht genug bekommen kann heute um 21.15 Uhr ORF1, ist der André auch noch einmal im Fernsehen zu sehen rund ums Thema Fact or Fake. Das heißt, vielleicht auch da noch mal reinschauen. Danke euch allen, dass ihr heute dabei wart und auch wieder sehr aktiv Fragen gestellt habt in die Runde. Ich möchte jetzt nicht allzu sentimental werden, für uns war es das jetzt einmal mit der Logo Maiter Bildung. Wir machen aber nur eine kurze Pause und kommen wieder. Weil wir wollen noch den 500. Zuschauer knacken. Bis heute waren es 492. Also von dem her sind wir sehr zuversichtlich, dass wir es das nächste Mal hinbekommen. Danke, dass ihr immer so zahlreich dabei wart. Wir sehen uns wieder, bald hoffentlich auch physisch. Und wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und einen schönen Nachmittag. Macht es gut, bis bald. Ich danke euch auch allen. Alles Gute, schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. Danke.